Dagi Buggy. Dagi Buggy, ich höre dich laut und deutlich. Wo ist denn mein? Da. Ja, jetzt höre ich auch. Na gut, Jürgen, ja. Ob ich das so mache? Ja, also ich denke mal, ich lasse meins da hier vorne dran. Ja, du bist auch näher dran dazu. Ne? Ja. Du bist ja näher dran zum. Du siehst ja nicht so gut. Ja, das hat so mehrere Vorteile. Ich träume schon so lang von diesem irgendwann, dass dieser Tag einmal kommt, hätte ich selber nicht geglaubt. Gib uns dann eben eine Info, wenn wir dann auch im Stadion zu hören sind. Ne? Man kann ja, da man da ja nicht ist, kann man das so schlecht interagieren. So. Also mit einer Laola-Welle machen, die können wir nicht groß. Ich freue mich auf morgen, befreie mich von all meinen Sorgen. Ich träume von so vielen Orten, nur so oft warte ich doch. Ich freue mich auf morgen, es ist nicht zu beschreiben in Worten. Hab viel zu viele Pläne verworfen, nur so oft warte ich doch. Die Leute sagen doch, das Beste kommt erst noch. Langsam weiß ich, was sie meinen, Mann, ich halte es nicht mehr aus. Ey, sag mal, fühlst du das nicht auch? In meinem Kopf bin ich schon unterwegs. Ich will, dass sich die Zeiger schneller drehen und nicht länger warten. Ich kann es schon sehen. Ich freu mich auf morgen, befreie mich von all meinen Sorgen. Ich träume von so vielen Orten. Los, worauf warte ich noch? Ich freu mich auf morgen. Es ist nicht zu beschreiben in Worten. Hab viel zu viele Pläne verworfen. Los, worauf warte ich noch? Ich freu mich auf morgen. Freue mich von all meinen Sorgen. Ich träume von so vielen Orten. Los, worauf warte ich noch? Ich freue mich auf morgen. Befreie mich von all meinen Sorgen. Ich träume von so vielen Orten. Los, worauf warte ich noch? Ich freue mich auf morgen. Let's go, let your open hand strike up the band and make.
Wenn mich nicht alles täuscht. Dich täuscht alles. Sind wir live und in Farbe hier heute. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Samstagnachmittag, 16 Uhr, heute aus Bad Zwischenahn. Nicht wie gewohnt im Maastricht-Stadion, aber im, wie heißt das eigentlich, die Stadion? Nee, ich begrüße erstmal Theo Bräutigam, wieder genesen aus seinem kurzfristigen Krankenhausaufenthalt. Wieder fresh und munter neben mir. Hallo Theo. Ja, auch einen wunderschönen guten Nachmittag, muss man ja sagen, an diesem wundervollen Samstag. Traumhafte Temperaturen und Wetterverhältnisse für das letzte offizielle Saisonspiel. Ja, dankeschön, Dedo, dass du mich so toll anmoderiert hast. Und ich muss sagen, das letzte Spiel, was du mit Jojo gemacht hast, das hat mich so dermaßen motiviert, wieder aus dem Krankenhaus rauszukommen, weil Jojo hat das so sensationell gut gemacht, mich ersetzt. Nicht, dass du da auf den Geschmack gekommen bist. Da sehe ich gleich einer am Stuhlbein. Ne? Ja, da sehe ich sofort einer. Also an dieser Stelle, Jojo, das hast du echt super gemacht. Und nochmal dankeschön für deinen spontanen Einsatz da an der Stelle, dass du mich ersetzt hast. So, aber dann wollen wir erstmal erklären, was machen wir heute hier? 16 Uhr, warum hört ihr uns? weil man uns eingeschaltet hat, sage ich mal. Aber es gibt vieles Neues jetzt hier. Also nicht nur, dass wir nicht im Marschwegstadion sind, sondern im Bad Zwischenahn, wie das Stadion hier heißt, kann ich ja noch nicht mal unbedingt sagen. Im Notfall heißt es Ammerlandstadion. Kein blassen Schimmer. Auf jeden Fall hier in Bad Zwischenahn eine ehemalige tatsächliche Spielstätte ja auch von uns. Dann, was auch neu für uns ist, ist die Situation, wir werden nicht nur hier live dass die TV-Übertragung moderieren, sondern wir werden auch noch... Man hört uns auch im Stadion, glaube ich. Also ja, weil der Stadionsprecher Daniel Kriegel, schöne Grüße, ist heute ausgefallen und jetzt hat man gesagt, spontan knallen wir dann euren Kommentar auch einfach ins Stadion. Also herzlich willkommen auch auf den Rängen. Ja, also noch sind wir dort nicht zu hören, okay. Aber also deswegen... wundert euch nicht, wenn wir manchmal so versuchen, allen Sachen dahingehend gerecht zu werden. Jetzt laufen auch schon die Oldenburg Knights ein. Dann ein weiteres Novum für uns, was wir so in der Form auch noch nicht gemacht haben, ist, wir sehen das Spiel gar nicht, was wir moderieren. Nee, es ist kein Platz hier für uns. Es gibt keine Sprecherkabinen. Das heißt, wir sitzen hier sozusagen in so einem... Pferdehänger. In so einem Pferdeanhänger, genau. Und moderieren das Spiel hier aber direkt dann mit 1, 2, 17 Kameras, 9 Bildschirmen. ja, geht ganz fresh zur Sache hier. In Mathe warst du noch nie gut gewesen. Nein. Aber wir kriegen das von irgendwie gedeichselt. Wir sind ja alte Showpferde. Also man könnte uns ja sozusagen auch mit dem Knebel hier hinsetzen zu moderieren und trotzdem würdet ihr laut und deutlich verstehen und wissen, um was es geht. Das ist wie bei Buschmann. Weißt du, man kann uns ja einfach irgendwo, was soll ich heute moderieren? Ja, Eröffnung vom Möbelbus, her damit, mach ich weg. Jo. Ikea, Brinkum, wir sind da. So sieht's aus. Also, aber zur Ausgangssituation. Letztes Spiel der regulären Saison in der Regionalliga Nord. Heute hier zu Hause Oldenburg Knights empfangen die Hamburg Pioneers. Kurz zum Zwischenstand, wir Oldenburger, wir sind ja hier bei Knights TV, sind schon Meister der Regionalliga Nord. Ja, deswegen haben wir auch schon wieder eine Situation, wo wir im Vorfeld so ein bisschen darüber diskutiert haben. Es ist also egal, wie das Spiel ausgeht, es wird an der Tabelle nichts mehr verändern. Und wir sind schon nächste Woche gleich in einem der ersten Playoff-Spiele drin gegen Münster. Gegen die Münster Blackhawks, den Meister der Regionalliga West. Und da haben wir jetzt natürlich jetzt einfach die Situation, dass wir, wie geht man jetzt in so ein Spiel rein, was jetzt von der Bedeutung her eher einem Freundschaftsspiel gleichkommt? Geht man dort mit angezogener Handbremse rein? Haben wir in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass natürlich das Verletzungsrisiko relativ hoch ist? Ja, ist aber, glaube ich, spielt heute keine Rolle. Wir werden Vollgas gehen. Ja, davon gehe ich auch aus, weil nur so hält man auch die Motivation im Team hoch. Wir werden sehen, die Pios sind auf Tabellenplatz 2. Ja, garstiger Gegner. Garstiger Gegner, ja. Sonst sagst du das immer nur zu mir, dass ich ein garstiger Typ. Nein, aber auf Platz 2. Wir sind, wie gesagt, in der Ausgangssituation, es geht in diesem Spiel im Grunde um die Perfect Season und die will unser Team und Markus Meckes. Das wollen die auf jeden Fall heute mitnehmen. Deswegen wird, ich denke, bis zur Halbzeit Vollgas gegeben. Mal sehen, wie es dann steht. Ob man dann sagt, man nimmt die Leistungsträger raus. Wir gucken einfach mal.
Aber wir werden, denke ich, trotzdem ein Spiel sehen. Weil die Hamburger, die sind hier nicht hergekommen, um ein Freundschaftsspiel abzuwickeln. Nee, um sich da hier die Wurst vom Brot nehmen zu lassen. Das definitiv nicht. Also wollen wir heute mal geile Football sehen. Was ich auf jeden Fall auch nochmal an der Stelle sagen möchte, ist, wie ich vorhin drüben war, bei dem Gastteam in Hamburg. Es war wirklich eine sehr herzliche Begrüßung, die mir da entgegengekommen ist. Man hat sich ja auch schon mehrere Male gegenübergestanden. Ja. Und ich freue mich immer, wenn die Pioneers hier bei uns zu Gast sind. Es sind immer gute Spiele, die zum Glück in den letzten Begegnungen, ich glaube in den letzten 3 oder 4 Begegnungen sogar immer für uns positiv ausgegangen sind. Und ja, die sind heute mit 43 Leuten hier angereist, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe. Und wir sind Hamburg mit der Wahl in der ersten Halbzeit und wird receiven. So, jetzt habe ich dazwischen geklasselt. Das. Ich höre jetzt gar nichts mehr. So, jetzt höre ich mich wieder. Zwischendurch hat man mir kurz den Saft abgedreht. So, Dedo. Und ja, du hörst du mich wieder? Ich höre dich nicht. Ich höre mich auch komisch. Ich höre dich nicht. Das macht der Tobias. Ich will nicht den alten Witz bringen, das ist nicht schlimm, weil ich habe dich vermisst. Jetzt höre ich dich laut und deutlich. Wunderbar. Ja, also. So, ab wann hört man uns denn im Stadion eigentlich? Gar nicht, weil ich glaube, dass Holger das Ganze... Ja, jetzt bin macht ich Holger doch. Also Holger macht die Stadionmoderation. Ja, also jetzt können wir uns wirklich rein nur wieder auf euch konzentrieren. Soweit ich das jetzt richtig mitbekommen habe, hat sich Oldenburg dafür entschieden, in der zweiten Hälfte den Ball zu bekommen. Ja. Und es geht jetzt zum Kickoff. Kurze Ausgangssituation, nur mal einmal so ein paar Fakten für die Statistiker gleich, aber wir gucken uns jetzt erstmal eben den Return an. Touchback wie gewohnt. So, das heißt, also was ich sagen wollte, wir haben die Ausgangssituation, dass wir auf eine sehr gute Offense der Pios treffen, die 282 Punkte gemacht haben in ihren 8 Spielen bisher. Das heißt, 35 Punkte erzielen die pro Spiel. Das ist schon gut. Wir Knights sind mit 226 Punkten nach 8 Spielen. Wir machen so 28 Punkte im Schnitt, also ähnliches Level. Der große Unterschied ist die Defense. Da haben die Pios 166 Punkte in 8 Spielen kassiert. Das heißt, so, die kassieren so 21 Punkte im Schnitt. Und wir haben in 8 Spielen 36 Punkte kassiert. Das heißt, wir dümpeln irgendwie so bei 4 Punkten rum. Das wird heute den großen Unterschied ausmachen, unsere Verteidigung. Ja, schauen wir uns jetzt mal den ersten Snap an mit der Nummer 15, Quarterback für die Pios. Das ist ein Laufspielzug über die linke Seite, der aber relativ schnell vereitelt wird. Also was ich hier zum Beispiel jetzt gleich erstmal feststelle, ist, es fällt mir gerade sehr schwer zu sagen, wie es aussieht, also wie viel Yards Raumgewinn in so einem Spielzug gemacht wird, weil wir natürlich einfach eine Perspektive hier haben in unserem Pferdeanhänger. Ja. Das ist einfach schwierig. Das ist ein Pass auf die linke Seite, der auch gut ist, wird direkt gestoppt. Ja, die Kamera muss ein bisschen mehr mitschwenken, sonst sehen wir wieder nichts hier. Ja, der Quarterback der Pios, wollte ich noch sagen, der heißt Anthony Dyke, wenn ich es richtig ausspreche. So, und wir sind jetzt beim dritten Versuch. Allerdings kann ich dir... Ich weiß nicht, wie weit. Die Down-Markierung könnten wir hier oben, also es scheinen so 2 Yards irgendwie runtergegangen zu sein, 3. und 8 dementsprechend. Und... Ja, fast vereidelt. Fast vereidelt, genau. War 3. und 8. Und schon sind wir beim 4. Versuch, beim 4. und 8, was im Normalfall direkt jetzt schon auch ein Punt sein sollte. Ja, und wenn wir von Punt sprechen, sprechen wir von unserem Returner. Reggie Speedy the Rocket Kincaid. Eine Bodenluftrakete. Auch hier wollen wir mal gucken, ob die Pios Videos geschaut haben und ihren Ball ins Ausschießen. Oder er ballert ihn sehr hoch.
so dass die Pius ist. Oh, aber ein ja, sehr schlechter Snap. Verdaddelt. Oh, oh, und hat den Tatenio weggekriegt. Ja, aber direkt auch ins Aus. Also das würde ich mal sagen, das beginnt gleich an der Pius, was weiß ich, an der 15 oder 20 Herzlinie der Pius. Bitte, das seht ihr, das müsst ihr uns wirklich uns ein Momentchen noch nachsehen. Wir müssen uns hier noch an die ganzen Kameraperspektiven gewöhnen, wo wir welche Informationen herbekommen. Auf jeden Fall. Weißt du, im Alter sind natürlich auch die Augen schlecht, ja? Kann ich dir sagen. Ja? Also wenn ich das jetzt richtig sehe, würde ich sagen, es sind. Ich sehe nichts. Ja. Nee. Wo sind denn hier die 10? Es ist echt schwierig. Ich würde sagen, an der 25-Yards-Linie ungefähr. Ich habe keinen 15. So, vielleicht. Der erste Snap ist weg. Ja, Murdoch weicht einem aus, weicht zwei aus, wirft den Ball weg. Unter Druck geraten da. Schöne Verteidigungsarbeit da durch die Pius. Zweiter Versuch, 10 zu gehen. Wir sehen die gewohnte Spread-Formation der Knights. Würde mich nicht wundern, wenn wir laufen. Nein, schneller Receiver-Screen auf die 80, aber sehr gut gelesen von den Pios. Sofort getackelt nach dem Catch. Das war aber trotzdem ein schöner Fang durch unsere Nummer 80, Nico Dutschke. Das waren jetzt ungefähr... Ja, sind, glaube ich, so ein, zwei Jahre Minus gewesen. Ein Screen wirft man ja immer nach hinten. Ja, und wir sind jetzt auch hier schon beim dritten Versuch und es sind noch so 11 Yards zu gehen. Das wird dahingehend voraussichtlich natürlich wieder auch ein Pass werden. So. Pass auf die linke Seite. Ist yes. Gefangen. Sollte ein neuer First Down sein. Jawohl. Sehr schön. Das war unsere Nummer 84. Adrian Dorsey mit dem Catch fürs First Down. Der muss heute ja, ein bisschen mehr ins Rampenlicht treten, denn unsere, ich nenne sie mal Nummer 1, Johann Krutthaupt, ist heute mit Corona zu Hause. Ja, dann beste Gesundheit, beste Genesungswünsche hier, Johann. Dass du nächste Woche gegen Münster wieder gut beieinander bist. Und, ja. Aber absolut. Aber wie gesagt, da setzt also wir haben jetzt auf jeden Fall 10 Yards und nicht zum First Down, sondern das wäre dann auch gleich die Endzone. So, Lauf über die linke Seite und wunderbar hat das unsere 88, Nils Bünger gemacht. Das ist und das sollten gut und gerne drei Yards. Das hat also, es täuscht. 3 Yards, na ja gut. Aber 2.7 noch bis in die Endzone. Eine ganz schön volle Box sehen wir hier bei der Verteidigung. Da sehen wir einen Safety Blitz von der Seite. Schön durchgekommen. Da hat der rechte Tackle sich verladen lassen. Das war mit Ansage. Ja, hat er den äußeren genommen und den inneren hat dann keiner genommen. Und dann ist der Blitz durchgegangen. Die Nummer 96 der Pios war das. Martin Ehlers mit einem schönen Sack. Also das war schon fast zu deutlich in der Situation, hätte man schnell noch ein Timeout nehmen können, weil das war klar, dass sie da volle Kante Druck. Sie haben auch, wenn ich das jetzt hier richtig erkennen konnte, eine Seite overloaded gehabt. Mhm. Und ja, da und mit Speed die Nummer 88 geht da bis an die 6-Yard-Line, würde ich sagen. Das war ein schöner, schneller Lauf. Ja, aber ich habe jetzt keine Ahnung, ich sehe nichts, ob das der dritte oder das der ist vierte das war. Sollte jetzt, ja, das sollte jetzt der vierte sein? Vierte sollte jetzt eigentlich kommen, ja. Wird ausgespielt, meinst du? Oder schießen wir? Gute Frage. Gute Frage. Ich kann es jetzt hier im Moment nicht erkennen, ob der Panther auf dem Platz gelaufen ist. Nein, es wird ausgespielt.
und wieder über die 88 und ja, und ist doch da, aber ah, das hat gut nicht verteidigt. Gereicht. Das heißt Turnover on Downs an der 1-Yard-Line. Ja, das ist natürlich, das riecht so ein bisschen nach Safety, was jetzt passieren könnte. Lassen wir uns überraschen. Wohin gehen? Ja, sind so 2 Yards ungefähr an der 2-Yards-Linie. Der Hamburg Pios beginnt jetzt die Offense der Pioneers. Da stehst du natürlich mit dem Rücken an der Wand. Viel wird jetzt versucht, sicherlich auch über den Count vielleicht zu spielen, um schon mal 5 Yards wieder rauszuholen mit dem Offside. Das ist eine schöne Ansicht, die wir jetzt haben, diese Seitenansicht auf der Totalen. Die finde ich gut. Da sieht man auch was. 1. und 10 von der 1. Mit Fullback-Setup durch die Mitte, aber da ist sofort Feierabend auf der Line of Scrimmage. Ich denke, wir werden jetzt auch 3 Runs hier sehen, um gar kein Risiko einzugehen. Weil, ja, weil sonst muss er ja auch der QB noch ein bisschen zurücktroppen für den Pass. Das und dann ist er in seiner eigenen Endzone. Möchtest du auch Sprudelwasser? Ich, ah, du bin, hast ich Sprudelwasser. Bin noch ein bisschen versorgt. Oh, jetzt ist man aber von der Offense her sehr, von der Defense sehr. Ah, super schneller Pass, super schnelles Tackling. Hauke Liebe, der Safety, aber schön gelesen. Wunderbar. Aber Gesicht ein bisschen drei, Platz. Ja, ja, so 3 Yards hat das ja auf jeden Fall gebracht. Dritter und 6. Das war schön gespielt. Wie gesagt, man sieht da eine gute Offensive Arbeit. Ganz, ganz schneller Pass. Ein Hitch-Pad dann. 5 Yards nach vorne gelaufen, die Bremse reingehauen und dann kam auch sofort der Pass, war dann da. Schönes Timing. So. Wieder ein Pass kurzer über den Fake, aber der war incomplete auf die Nummer 4 der Pios. Konstantin Buchholz konnte da den Ball nicht unter Kontrolle bringen. Und so sind wir jetzt aber auch schon wieder direkt beim 4. Versuch. Yes, und ich würde sagen, das riecht nach Punt. Das weil den 4. ausspielen jetzt an der eigenen 5 wird tricky. Nee, das sollte man nicht tun. Das sollte man nicht tun. Jetzt wollen wir einfach nur hoffen, dass der Snap jetzt besser wird als beim letzten Punt-Versuch. So, alles weg. So, wir wissen jetzt nicht ganz genau, worauf. Ah, Reggie nimmt ihn und zündet rechts die Rakete. Abgemacht. Ah, danke. Und ja. Tschüss. Touchdown. Oldenburg Knights. Nice. Das ist gefährlich. Also, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ja, mir auch, Freunde. Vor allen Dingen hatte ich so den Eindruck, dass die Hamburger, es waren ja schon Hamburger in der Nähe, die haben irgendwie aber auch an der Stelle die Bremse reingehauen. Können wir da nochmal ein Replay eventuell davon sehen? Ja, 6-0. 6-0, ja, Entschuldigung, ich werde jetzt hier direkt erstmal das Scoreboard. Du kannst dir nicht sicher sein, dass der gute Mann nicht den Ball aufnimmt und abgeht. Aber es fehlt so hier ein bisschen dieses Stadion-Feeling. Wir hören hier gar nichts, es gibt hier keinen Sound, keine Schreier. Das ist schon, naja, nächste Woche im Marschwegstadion wieder ist alte wieder Bedingungen. Alles. Und hier ist auf jeden Fall der Point after Touchdown. Der ist, wenn ich das richtig gesehen habe, der ist gut. Damit ist der neue Spielstand 7-0 für die Oldenburg Knights. Ja, das unter in allen anderen Situationen, wenn da so ein Ball liegt, die Leute sind 2-3 Yards dran, ja, dann gehst du weg und dann geht's da los. Aber nicht, wenn Reggie da ist. Nee. Und es war ja wirklich so, also ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, es waren eigentlich ein paar Pios in der Nähe. Du, eben reicht aber ja so 10 Zentimeter, dann hast du ein Problem. Dann hast bei 10 Zentimetern hast du definitiv ein Problem. Aber man muss auch sagen, es ist nicht einer alleine, es sind die anderen 10 Blocken auch super. Es ist ja immer, einer alleine kannst du nicht nein, selbstverständlich. Nicht zerstören. Selbstverständlich. Ja. Special Teams. Sieht aus wie Schnee, aber dabei ist es gar nicht irgendwie was anderes, das auch über den Acker fliegt. Nö, das werden irgendwelche Rasensamen sein. Ach, Rasensamen, sagt der Gottes Willen. So, wer steht? Ich sehe leider nicht, wer als Returner da hinten steht für die Jungs in Rot aus Hamburg. Aber da stehen welche. Da stehen welche. So. Das Kick, Ei fliegt Kick und wie immer, und boing, Touchback. Endzone, drüber hinaus, Touchback. Es geht an der 25 los für die Hamburger.
Also, wir haben ja schon erzählt, nächsten Samstag, Playoff, erste Runde, Oldenburg Knights gegen Münster Blackhawks. Da geht's ab im Stadion. Da geht's dann um die Wurst, um den Aufstieg in die GFL 2. Hoffentlich seid ihr alle dann live im Stadion dabei. Ganz egal, hier herkommen, Oldenburg, Tickets holen, mit dabei sein, Playoff-Runde, da wollen wir unseren ersten Playoff-Sieg einfahren. Und dann eine Runde weiter geht es ja gegen den Meister Ost, der heute ausgespielt wird. Voraussichtlich wird das sein. Ja, ich aktualisiere gerade nochmal eben den Zwischenstand. Da spielen nämlich jetzt gerade die Spandau Bulldogs gegen die Leipzig Lions. Der Sieger davon ist der Meister im Osten. Und da führt zurzeit im dritten Quarter die Spandau Bulldogs mit 19 Punkten gegen die Leipzig Lions mit 7 Punkten. Also, aktuell sieht es aus, Spandau ist, glaube ich, gehört zu Berlin, ne? Das ist da, ja, es ist also im Speckgürtel. Ach so. Kenne ich gar nicht. Was ist ein Speckgürtel? Speckgürtel, das ist das, was du vor dir trägst. Ich habe nicht ein Sixpack. Das ist den ich vor 4 Wochen im Krankenhaus verloren habe. Reines Sixpack. So, also der erste Versuch war ein kurzer Pass, der aber direkt auf... Ja, schöner Run, der auch zum ersten... Genau, zum ein sogenanntes Option-Play, der Quarterback liest da, ist da für ihn selber Platz, behält er den Ball oder gibt er den Ball an den Running Back. Also Option-Run, hat den Ball abgegeben an den Running Back. Schöner Run über die rechte Seite für... Bestimmt 10 Yards waren das am Ende. First Down. Wieso sind denn dann hier, wieso ist hier ein gelber und hier dann nicht mehr? Ach, da ist auch einer. Den hat er ein Stück zurückgezogen. Den gelben siehst du da, der wurde gerade eben verdeckt. Jetzt an der 40, exakt an der 40. Haben wir so eine Seitenansicht die ganze Zeit? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das haben wir leider nicht. So. Da kommt Dampf. Wieso schwimmt die Kamera da nicht mit? Aber er haut den Ball noch raus, aber nicht gut. Weißt du, wenn wir noch viel über die Kameraleute, über die Kameraführung meckern, werden wir nächste Woche auch noch die Kameraführung machen müssen. Ja, das ist mit Funk steuern. Und dann ist aber der Bock fett, weil wir werden es nicht besser machen. Man muss ja den Ball hinterher schwenken, nur so ein bisschen. Ja. Wollen wir doch gar nicht. Ja, ja. So, zweiter Versuch für 10 Yards. Ball an der 40. So, und auch schön, wieder ein exakt Lauf. Wie das Option Play. Wunderschöner Lauf. Durch die Mitte. Ja, schwer zu verteidigen. Wenn man das gut spielt, weil man muss beide Ballträger ja covern. Jetzt ist, wenn ich das richtig sehe, ist das die 81 der Pius. 81, für 81 hat er aber ganz schön viel Gewicht dabei, der Kollege. 81 ist der Receiver-Nummer. Ich kann nicht vorstellen, dass das... Nee, dann ist es was anderes. Es ist auf jeden Fall ein Lineman, ja, der gerade... Oder hoffen, dass er sich nicht stark wehgetan hat. Sei denn, die haben einen 140 Kilo Receiver mitgebracht heute, die Freunde. Den hältst du auf jeden Fall nicht so schnell. Das stimmt. So. 69 war das. Hoffentlich war es nicht. Latscht selber runter. Das ist Sven Barkold. Also kurz durchschnaufen. Sieht nicht auch so aus, ob viel passiert. Aber er muss natürlich einmal runter, weil wegen ihm das Spiel unterbrochen wurde. Und das ist so einer der Regeln, dass also dahingehend der Spieler dann einmal für mindestens einen Spielzug die Platz verlassen. Und ganz ordentlich leihen die Jungs da aus in Rot. Ne? Das definitiv. Sind schon keine... Und da... Yo, QB Sneak. Ja, aber der wurde, jetzt weiß ich nicht, das könnte aber gereicht haben für einen neuen First Down. Sieht so aus, ja. Ja. Die Oldenburger Defense hat zwar damit gerechnet, aber war ja auch zur Stelle. Aber so ein Jahr, das ist ja das, was wir sehr oft sagen beim Sneak, das geht meistens gut. Dieses gut gespielt. So ist es. Was suchst du denn, mein Guter? Nee, ich wollte nur mal gucken, ob da irgendwo... Erster und 10, Ball an der... Jetzt haben wir einen Start der O-Line, Nummer 71, haut sich da an den Helm und sagt, scheiße, mein Fehler, das ist... Ich habe hier gar keinen... Noch hier. Kesslord Ava. Avua. Yes. Hast du das richtig geschrieben hier? Es wurde nachgetragen. Das kann ich nicht so richtig entziffern. Ist das ein Y? Also die 71. Sag mal die 71. Aber du hast schon recht. Kesslord. Avua, ne? Avua, ja. So, das bedeutet erster Versuch und 15. Wir werden jetzt aber gleich noch die Ansage vom Whitehead bekommen. Offside mit Schutzbewegung.
Defense, 5 Meter Strafe, erster Versuch. Oh, das war nicht gegen uns, nicht gegen Hamburg, sondern gegen die Oldenburg Knights. Das bedeutet, dass also sich der Offense-Spieler eigentlich nur verteidigt hat in seiner Bewegung. So ist es. Und das ist gestattet. So haben wir jetzt den ersten Versuch und 5 ungefähr an der 37, 38 Yards-Linie. Nee, stopp. Wir sind ja schon in der Hälfte der Oldenburger, wenn ich das jetzt richtig sehe. Dann du würdest ja sagen an der 52. An der 52 Yards-Linie. Ja. Nee, an der 48. An der 48, wenn ich das jetzt richtig sehe. An der 48 Yards-Linie. Nein, das ist schon weiter. Wir sind so an der 43 Yards-Linie. Nee, hier ist doch da. Da, ja, das ist, aber wir sind ja schon weiter. Guck mal, da hier wo ist die 2. Und, nee. Ja, aber schau mal, wo die 2 ist. Ach, der Ball, hier. Ja, hast du recht. 43 Yard Line. Ja, irgendwas in diese Richtung. 2005, so, ab die Post, ohne Yard hier. So, Blitz also, wird angezeigt. Blitz kommt auch. Sehr viel Pass. Druck. Überworfen. Und Flagge, was aussieht fast wie eine Interference, zumindest dort, wo sie hingeworfen wurde. Das würde natürlich bedeuten, eine Interference, das geht dann gegen die Verteidigung, gegen die Oldenburger. Lassen wir uns mal überraschen. Gesehen habe ich da offen gestanden nichts. Ich auch nicht. Aber Whitehead wird uns jetzt gleich. Passbehinderung, Nummer 21 der Defense, 15 Meter Strafe, erster Versuch. Das ist natürlich traurig. Tim Löffler hätte da angeblich den Receiver der Hamburger behindert. So sind wir jetzt mit einem neuen First Down an der 29-Yards-Linie. Ist das korrekt? Ich würde dem zustimmen. Du würdest dem zustimmen, ja. Gut. Jetzt sind wir natürlich schon fast in der Red Zone der Oldenburg Knights. Pass auf die linke Seite. Schöner Lauf da. Die blocken gut da. Die haben eine massive O-Line, die da richtig anschiebt. Ja, Ground and Pound, 9 Yards durch die Mitte. Machen konsequent gute Arbeit gerade, die Offense. Der Pius. Weiter und 2. Das ist eine unserer Lieblings-Ausgangssituationen für die Offense. Zweiter Versuch und 2. Es wird ein Timeout genommen für Hamburg. Genau. Auszeit, Hamburg. Erste Auszeit der ersten Halbzeit. Also wie gesagt, zweiter Versuch und 2. Da kann alles passieren. Ja, kannst du das ganze Playbook benutzen. Einen tiefen Pass, einen kurzen Pass, einen Run durch die Mitte. Also da geht einiges. Nochmal eben kurz zum Zwischenstand hier bei dem Spiel im Osten. Schauen wir mal. Oh ja, Spandau marschiert weiter vorweg. Das ist jetzt im vierten Quarter. Führt Spandau gegen Leipzig 27-7. Ich denke mal, das sieht klar aus. Bis ja, jetzt. Drei Dinger. In was für ein Quarter sind die? Entschuldigung. Im vierten schon. Im vierten schon, ja. Also da sollte sich Spandau nichts mehr groß die Wurst vom Teller nehmen lassen. Ja, bislang ganz einfache Runs durch die Mitte. Das machen sie gut. Das Passspiel ist gar nicht das, was uns aktuell so Sorgen macht, sondern die schieben uns da kräftig in der Mitte auseinander. So, mal wieder Druck durch die Mitte angezeigt. Jetzt mal wird geblitzt. Jetzt kommt ein Run durch die Mitte, bricht nach außen auf. 1, 2, 3 Leute, Miss-Tackling und dann macht unsere Nummer 43 Nils Hoff oder Höfmann? Hoffmann da die Tür zu. Aber natürlich das First Down geholt. Und es sind jetzt noch ungefähr, würde ich sagen, so 12 bis 13 Yard bis in die Endzone der Oldenburger. Und ich habe dir hier mal den Speckgürtel hier aufgemacht. Dieses ist Spandau. Also Spandau liegt links vor Berlin. Im Westen, sagt man auch. Ja. Im Westen. Westliches Berlin. So,
Run durch die Nummer 6 über aber die linke Seite. Es war der frühere Osten. Das war der frühere Osten. Aber es ist westlich von Berlin. Okay. Nur um recht zu malen. Ja, das ist. Damit ihr mal seht, mit was ich mich hier immer rumschlagen muss. So. Zweiter Versuch. 8 Yards fürs neue First Down. Ball jetzt auf der 10. Es wird geworfen. Rechte Seite in die Endzone. Und nicht gut. Timo Löffler hat da gesagt, nicht mit mir, hat die Hand dazwischen gekriegt. Pass auf die Nummer 7. Anton Prister war das. Den Namen habe ich auf jeden Fall auch schon öfters mal bei in den vergangenen Jahren in den Mund genommen. Also der spielt auch schon was länger in der Rot oder Big Red, wie die Hamburger sich nennen. Dritter Versuch, 8 Yards zu gehen. Könnte sogar noch ein bisschen mehr sein. 9 vielleicht, wenn ich das richtig sehe. Das war ja, da bewegt sich nichts mehr. Ja. Schwer zu erkennen, wie viele Yards das jetzt noch sind oder wie viele Yards er gut gemacht hat. Das ist jetzt der 4. und 8. Ich denke, ja, sie werden wohl treten, den Ball treten. Du meinst also, sie geht ja auf ein Field Goal, auf sichere 3 Punkte. Jawohl. Ja, ist ein, ein 28-Yard-Field Goal. Das ist so eine, das muss machbar sein. Gangbare Entfernung. Schauen wir mal. Und es ist ein Fake. Fake Play. Und da wird er platt gemäht. Und der Ball wird aufgenommen. Ja. Ja. Und wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Jawohl. Und danke und tschüss. Nummer 21. Timo Löffler. Vorhin noch mit der Strafe der Pass Interference. Jetzt scored die Defense. Hat im Grunde genommen seinen Fehler damit wieder ausgeglichen. Mehr als ausgeglichen. So sind wir jetzt bei einem Spielstand von 13 zu 0. Das ist so ein Fake, den musst du wirklich drauf haben. Ja, da hat der Pitch war ganz in die falsche Richtung geworfen. Tja. Das war unnötig. Von sicheren 3 Punkten. Ja, war ich sicher. Hätten sie auch erstmal treffen müssen, das Ding. Ja, aber das war auf jeden Fall machbar. Ja, stimmt. 28 Yards ist machbar. Und das ist jetzt natürlich schon wieder, das ist ärgerlich, weil du bist wirklich von der Offense quer über den ganzen Platz gelaufen. Die haben ja an der 1-Yard-Linie begonnen. Das war ja der Drive. Die haben an der eigenen 1-Yard-Linie begonnen. Nee, das war der Drive vorher. Das war der Drive vorher? Ja. Den haben wir ja an der 25 gemacht. Da haben wir einen Touchdown gemacht, Touchback geschossen, 25. Ja, okay, gut. Alles laue. Dann, aber auf jeden Fall. Auf. Ja, dafür habe ich dich auch. Also auf jeden Fall von der 25-Yard-Linie arbeitest du dich vor bis in die gegnerischen. In die Red Zone. In die Red Zone und dann. Gut. Ende jetzt, des ersten Viertels. Jetzt habe ich nicht ganz aufgepasst. Das war der Spielzug, der Kick war gut. Ja, der Kick war gut. Der Kick war gut. Und das Ende des ersten Spielviertels ist vorbei. Spielstand nach dem ersten Quarter 14 zu 0 für die Oldenburg Knights. Beide Scores wurden im Grunde genommen einmal von Special Team gemacht. Ein Special Team Touchdown und ein Defense Touchdown. So. Und jetzt müsste mal die Offense dran sein. Aber die hat ja weiterhin Pause. Ja, bis jetzt war insgesamt die Offense der Oldenburger erst einmal auf dem Platz. Ja, das ist. Irgendwie könnte man sagen, dass sie aus der regulären Saison mit wenig Spielerfahrung rausgehen. Ja, was willst du machen, ne? Ja, ich bin da jetzt mal sehr gespannt, wie wir natürlich uns dann auch in den Playoffs verhalten werden. Und weil ich denke mal, es ist Spandau. Münster wird. Man muss immer sagen. Egal, wir haben ja selber auch viel auf dem Platz auch gestanden. Definitiv. So, wenn du jetzt in so ein Spiel wie heute gehst, du hast ja im Kopf, bloß nicht verletzen, ich will die Playoffs spielen. Egal, wie gut das Mindset ist, was die Trainer dir in, ich sag mal, in Motivation, die Captains-Attacke machen, aber du spielst das nicht jetzt so wie du oder die, ich muss hier, du willst ja, ist so, du weißt selber, wie es ist. Du bist vom Kopf her eigentlich schon fast eine Woche weiter. Und das war jetzt auf jeden Fall. Onside-Kick, der allerdings ins Aus geht. Yes. Warum man jetzt einen Onside-Kick schießt? Ich bin kein Fan von so einem Blödsinn.
Ich weiß nicht, ob man dieses nicht einfach mal so zum Press-to-Test gemacht hat, um dieses auch zu üben. Kann ich aber auch im vierten Quarter machen. Weil, naja, gut, ist nicht meins. Muss ich ja auch so akzeptieren. Naja. Haben wir den Ball denn selber gecatcht? Ich glaube, der ist ins Ausgerollt. Ja, wir gehen aber mit der eigenen Offense drauf. Oder bin ich durcheinander? Ja, das sind doch Offensive-Spieler, die da auf dem Platz stehen. Dann sollte es funktioniert haben. Ja, dann bin ich Fan von sowas. Mein kleiner Opportunist hier. Gefällt mir auch. Ja, man muss auch so eine Dinger bringen. Ja, ich konnte es nicht sehen. Ja, ich habe gedacht, er wäre rausgehoppelt. Vielleicht ist auch die Ansage, wenn außen keine Gunner-Verteidigung ist, das heißt, die ganz rechts und links die Außenlinie covern. Und wenn da alles in der Mitte steht, dann schießt du einfach da auf die Außenlinie, lässt den Gunner da als Hands-Team, also dass die den Ball dann catchen und dann bist du wieder dran. Okay, gut. Also auf jeden Fall. Ab geht die Luzi, da rollen wir durch die Mitte für 4-5 Yards auf jeden Fall. Wer war das? Die Nummer 88, Nils Bünger, rollt da durch die Mitte. Unser Nils ist aber auch echt an der Stelle eine sichere Bank. Ich möchte nicht wissen, wie viele Yards der dieses Jahr schon geholt hat. Ja, das ist gut. Yannick Franke, Mike Schumacher, die drei, die rollen gut. Ja. Das sind jetzt nicht die brutalsten Speedster, aber die schenken dir ganz schön böse ein auch. Klein und bissig. So, da ist jetzt eine Flagge. Das wird ein False Start von einem Offensive Liner sein. Irgendwo rechter Guard, rechter Tackle. Fehlstart, Nummer 77 der Offense. 5 Meter Strafe, zweiter Versuch. Ey, scheißegal, weiter. Die 77 Toren schwers, kommt vor. So sind wir wieder an der Ausgangssituation. Man weiß ja auch hier nicht, wie laut es da jetzt gerade ist, weil hören ja nichts. Nee. In unserem Keller. So, auf jeden Fall der zweite und knapp 11 Yards. Gut. Ich vermute mal einfach, dass jetzt ein Pass, wohingegen auch zwei den Blitz anzeigen. Einer geht jetzt wieder ein Stück zurück. Pass, linke Seite, rechte Seite, Entschuldigung. Das ist Morten Scheele mit der 1. Macht da den Catch, aber bewegt sich, glaube ich, mehr Ost-West als vorwärts. Nee, der hat schon ganz ordentlich was. Er ist kurz vor dem neuen First Down. Wo ist er? Ach, da vorne. Schau, ja, guck mal, das sieht vom Winkel her, sah das hier ganz fies aus. Ja, bei dir. Ja, das waren ja 8 Jahre. Schön. Aber Dritter locker. Und zwei. Dritter und zwei, so sieht's aus. Und Ball auf der, hast du irgendwo einen Anhalt? Ja, ungefähr auf der 3-Yards-Linie. Also noch 3 Yards zu gehen. Nee, obwohl er jetzt genau ist, 40, auf 50, der 3-Yards-Line ist er Ball. 42-Yards-Linie. 42-Yards-Linie der Hamburger. Und da blitzt. Kurzer überworfen. Da war ein bisschen viel. Ja, der hat aber gesehen, dass auf der rechten Seite wirklich wieder die Defense überladen war, overloaded, und dass man da durchblitzt. Also er musste den Ball auch schnell loswerden. Da war unser Murdoch doch nicht ganz so sehr abgebrüht. Aber man spielt diesen Versuch aus. Weiter, man ist in der Hälfte des Gegners. Ja, 44-Yards-Linie, würde ich jetzt mal sagen. Druck machen. Vielleicht machen wir noch einfach einen Fake Call. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen dieses Jahr. Fake Call? Nee. Dass man jetzt so einen Shout macht, einen lauten Snap Count und dann versucht, die Defense zu springen und da 5 Yards Offside. Auf jeden Fall wieder linke Seite, die Defense komplett überladen. So. Das ist leider nicht gut. Da haben sie aber gerochen, was geht. Super Verteidigungsarbeiter von Hamburg. Ganz, ganz, ganz großes Big Play da. Der Defense. Sehr gut gemacht. Machen sie echt stark. Haben da die rechte Seite komplett beide Jungs gecovert mit einem. Also bis jetzt hat auch die Oldenburger Offense noch keinen wirklichen Schlüssel gefunden für die Defense. Nee, bislang haben wir ganz gut gelaufen. Ja. Doch, ja, der eine oder andere Pass. Ich sag mal, wir sind noch nicht so im Rhythmus. Nee, also Catches hatten wir ja. Also, wir haben noch nicht so einen schönen Drive zusammengebaut. Nee, also das haben wir definitiv noch nicht. Also lange war die Offense, wenn sie auf dem Platz war, nicht auf dem Platz. So. Erster Versuch der Hamburger. Lauf. Und da ist jetzt aber unser Defense-Coordinator Jens Püschel. Mit dem machst du das dann nicht lange. Der sieht dann auf, okay, durch die Mitte laufen. Und dann ist irgendwann Sabbat. Schönes Gang-Tackling von Yannick Birk und unserer. Lost für 4-5 Yards. Ja, 4 Yards.
Ich hätte gesagt 87, aber gar nicht auf dem Feld. Naja. Ja. Auf jeden Fall Zweiter und 14, 15 Yards zu gehen. Oh, das war ein schöner Slant. Ja, sehr schön. Unfassbar schnell geworfen. Das sah gut aus. Den hat Julian Völling da super gecatcht. Slant. Drei kurze Schritte nach vorne, 45 Grad nach innen abgebogen. Bestimmt fast 6, 7 Yards, die er dadurch geholt hat. Dritter Versuch und 8. Der muss jetzt allerdings auch wirklich schon wieder, der muss sitzen jetzt, dieser dritte Versuch. Ja, der muss 8 Yards weit sein, wolltest du sagen. Der muss sitzen. Ja. Sonst reicht es wohl nicht. So, und ein Lauf von der Nummer 6. Option Play weiterhin. Ja, und schon sind wir wieder in der Situation gefangen. Das war Pascal. Die Pascal. Schrift ist zu klein. Pascal, die Nummer 6. Die Nummer 6. Pascal Grenzlein ist das. Grenzlein. Ja, Theo, der ist ein einäugiger Pirat. Mit 112 kann man ihm nur verzeihen, dass er nicht mehr alles lesen kann. Ich bin noch mit Ruhm. So, auf jeden Fall sieht das aus, als wird auch einen hat ausgespielt, der vierte und 10. Ja. Und Pass. Ah, und er ist der Stier! Von der Nummer 58 von Van Geisler ist da durchgeschossen. Ich würde Chen sagen, aber Chen von mir aus. Auch dieses. Yeah, da kam der D-Zug durch die Mitte geballt. Das sieht super aus. In der Wiederholung sehen wir da. Miau, boom. Sack zu. Danke, tschüss. Danke, Anke. Yes, ja, ganz kurz verzögert, super geil gemacht. Da ist das der zwischen Center und Guard, die haben sich da jeweils auf ihren D-Liner konzentriert. Ganz kurz verzögert, als ob er zurückdroppt und dann voll Schub durch die Mitte. Ja, geiler kannst du einen Sack einfach nicht spielen. Ungebremst. Er hat ihn anscheinend auch nicht erahnt. Ja, das ist nach einem Defense-Touchdown das Allercoolste, was man eigentlich so machen kann in der Defense. So ungebremst den QB. So. Vernaschen. Vernaschen, okay. Gut, das Spiel geht los, auf jeden Fall schon in der Hälfte der Pioneers. Ich würde sagen, so an der 42-Yards-Linie. Du darfst mir wie immer gerne widersprechen. Der Ball ist weg, er droppt zurück zum Pass. Pass geht raus, aber ich konnte nicht ganz sehen. War auf jeden Fall nicht gut. Replay. Pass. War catchbar gewesen. War früh dran, der Kamerad in Rot. Naja, aber ich will nichts gesagt haben. War knapp. So, Ball auf der 41, würde ich so sagen. Zweiter und 10 in der Hälfte der Hamburg. Was ich aber schon hier erwähnen möchte, ist, ich finde das Spiel trotz alledem, auch wenn jetzt der Score 14-0 ist, ausgeglichen. Ja. Die Defense geht wieder ziemlich weit nach vorne. Rudolf, kannst du schnell den Pass einfach dahinter werfen? Sie bringen das, yo. Ja, aber das war. Ja, das war mit Ansage gestoppt. Das war auch mehr als 5 Yards Raumverlust oder auf jeden Fall 5 Yards Raumverlust. Ich finde, das war offensichtlich, was da passierte. Ja, hätte man vielleicht ordnen müssen. Da hätte im Grunde genommen Murdoch fast den Ball dann im letzten Moment wieder rausziehen, weil die hatten sich so auf den. Ja, dann wird man eigentlich so einen kleinen Hitch hinter die Linebacker. Da muss man einen kleinen Call für haben. Naja, gut. Ja, weil bis jetzt hat man sie immer darin bestätigt, dass wenn sie so kommen, dass sie nicht in irgendeinen Fake reinlaufen. So, jetzt sind wir beim dritten Versuch. So, wieder QB Drop zurück. Lange. So, dann wieder mal die und hat erreicht. Ja, wurde vereitelt. Sprich, ja, wir sind beim vierten Versuch. Ich habe das leider nicht gesehen. Was passiert? Hast du das nicht gesehen? Nö. So, auf jeden Fall sind wir jetzt beim vierten Versuch. Der wird auf jeden Fall gepuntet. Also unsere Offense, die mir ansonsten die letzten Male immer ziemlich gut gefallen hat, im Moment sind sie noch nicht wirklich da. Nee, weil aber auch gut Verteidigung gespielt wird. Ja, sehr gut ist die Verteidigung der Pios. So. Und auf jeden Fall
Okay. Ich habe zuerst gedacht, dass er den noch auch tragen würde. Ja, so war es dann auch gedacht. Aber dann war die Seite doch zu. Und, dann hat und im Lauf noch rausgefeuert, das Ding. Es geht los an der, weiß ich nicht. An der X-Yard-Linie. Triple X. Oh, an der 17-Yard-Linie. Der Hamburger geht es los. Im zweiten Quarter. Wir gucken nochmal in den Osten, ob sich noch was getan hat da. Es blinkt noch. Ja, er steht. Oh, es gab noch zwei Scores. 33-14 für Spandau. Kann nicht mehr ganz lange gehen da. Ja, jetzt gerade hier kommt aber nicht direkt eine Frage, sondern eine Aussage. Ja, am 10.09. ist das Spiel gegen Münster im Marschwegstadion. Genau, nächsten Samstag. Nächsten Samstag, 16 Uhr, Marschwegstadion. Playoff-Runde Nummer 1. Oldenburg Knights empfangen die Münster Blackhawks. Das ist auch das einzige, sag ich mal, Playoff-Spiel, was wir dann noch haben hier zu Hause. Es wird dann noch ein weiteres stattfinden, wie wir eben schon gesagt haben, gegen Spandau. Ja, jeder hat immer ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel und mehr gibt es. Es gibt keine Rückrunde. Es spielt einmal sozusagen jeder gegen jeder jeden. Gegen jeden, korrekt, ja. Und es sind einmal drei zu Hause, Teams. Also der meist, ganz einfach gesagt, der Westen kommt in den Norden, der Norden fährt in den Osten und dann fährt doch mal der Osten in den Westen und dann haben wir die zwei Westen-Teams steigen dann auf und der dritte verbleibt in seiner Regionalliga. Die beiden anderen steigen auf in die GFL 2 Nord. Schönes Slant-Pattern da wieder auf seine drückt Nummer. Drückt sich noch schön, bestimmt zwei, drei Yards weiter nach vorne. Schönes Play auf die Nummer 36. Lukas Schottrock ist das, der da einen schönen Catch holt. Auch wieder ein Slant. Ja, guck da. Kurz gelaufen. Und die Offense der Pios rollt vor Richtung Mittellinie. Ball auf der 40. Ja. Achso, QB-Sneak. Ja, aber oldschool. Ne? Das haben wir noch bei gar keinem Team gesehen, dass diese kurzen Sachen gesneakt. Ja, das haben wir heute schon gleich zwei, dreimal gesehen, den Sneak. Einfach. Ja, aber die haben eine sehr massive O-Line, die Jungs da schieben ordentlich an und dann holst du dir dein Yard da immer. Also und was du da auch gesehen hast, der QB ist dann auch permanent noch ein Stück weiter rausgerollt und hat irgendwann die Lücke gefunden. Genau, fällt nach vorne. Danke, First Down. Also ich bin weiter, ups, das sollte ein Offside. Ich bin mal gespannt. Da kamen aber 3-4 Defense-Spieler, was eigentlich fast bedeutet, dass sich irgendeiner der O-Liner bewegt haben könnte und dadurch das Freizeichen für die Defense gegeben hat. Aber ja, lass uns mal überraschen. Ich konnte es nicht sehen. Nee. Aber ich glaube, gegen die Defense, gegen die Defense, oder? Offside mit Kontakt der Defense. 5 Meter Strafe, erster Versuch. Ja, aber da es auch keine Defense Zahl gegeben hat, haben sie es wahrscheinlich auch nicht richtig gesehen. Naja. Gut. Erster Versuch, 5 Yards zu gehen an der 47, sagen wir einfach mal. Ja, ich weiß nicht. In der eigenen Hälfte. Ich sehe da die 50 hier vorne. Ja, also es müsste dann so die 48, auf der 48 Yards Line der Pius sein. So, ein Run wird das auf jeden Fall. Der 17, der Hamburger, das ist, mal schauen, Sebastian Block oder Bock. Jetzt werden wir deine frischen Augen gefragt. Genau, Block. Der gute Blocki hat da 3 Jahre eingesackt. 2. und 3 noch. Pass. Über die Mitte. Oh, wir haben alles, wirft hier Flaggen an, Flaggen. Alle Mann haben, jeder hat eine Flagge mitgebracht. Du. Ja. Auch 2 noch. Auch ein Oldenburger Spieler hat eine geschmissen. Naja, war bloß ein Scherz. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja, gegen Grün. Passbehinderung, Defense Nummer 4. 15 Meter Strafe, erster Versuch. Wir haben
viele Strafen im Moment. Ja. Gegen die Oldenburger. Ungewöhnlich eher. Aber was so ist, ist so. Wird sie doch mal beraten. Ich weiß noch gar nicht, über was. Korrigiere, die Strafe ist am Spot des Fouls. Am Spot des Fouls, okay. Dies bedeutet, wir haben jetzt einen neuen ersten Versuch der Hamburg Pioneers. Nur an welcher Herzlein? Das kann ich dir jetzt im Moment nicht an sogar. Einer. An einer. Ja. Ich weiß nicht. 40. Ja, irgendwas in der Richtung. Ein Run. Schön abgecashed da. Von der Nummer 28 der Oldenburger. Ich gucke. So. Ja, Marius De Vriese war das, der da zur den Stelle Ballträger war. Nach 2 Yard stoppt. Kam schön von der linken Seite da reingeschossen. Oder von der Hamburger rechten Seite. So, 2. Versuch und 8 Yards. Drop zurück. Pass. Und. Nicht. Da konnte die Nummer 85 den Ball nicht unter Kontrolle bringen. Julian Völling war das auf der rechten Seite. Auf einer Go-Out einfach. Das war schade, weil er hatte ihn einen schon in den Händen gehabt. Also er war perfekt geschmissen. Ja, schöner Wurf. Schöner Wurf. Über den Verteidiger rüber gedroppt. Guter Pass. Das hätten die ersten Punkte der Pioneers sein können. Schauen wir mal. Ich will ja nicht sagen müssen, aber müssen. So, 3. Versuch. 7 zu gehen. Schöner Pitch nochmal auf die 17 da. Läuft durch die Mitte, kämpft sich an 1, 2, 3 Leuten vorbei. Das reicht aber nicht fürs First Down. Das ist, da fehlen noch. Ich. Ja, das ist wieder so. 2 Yard. Schon wieder so ein Ding für einen Sneak. Ja, bin ich ja mal gespannt, ob sie den. Ich würde ihn bringen. Weil sie werden nicht schießen. 30, das sind nein. 48 Yard. Also das ist zu viel. Das muss gespielt aber es wird werden. Gar kein. Guck mal, wird auch nicht rangegangen. Nee. Also sie sind sich da ansonsten so ihrer Sache. Vielleicht machen sie es über einen Snap-Count. Keine Ahnung. Nee. Kurzer Pass. Ja, incomplete, nicht gefangen, die Nummer 85. Schön verteidigt von Hauke Liebe. Ja, Turnover und Downs. Schade. Da spielen die Jungs aus Hamburg nicht zu Ende. Nee, schade. Ja, also das war schöne Drives. Sehr, sehr schöne Drives. Und irgendwann geht dann die Luft aus. Und ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, auch wenn sie es jetzt schon wirklich 3-4 Mal gebracht haben, den Sneak. Es war wieder so eine klassische Situation. Ja, also. Und ich sag mal so, auch ihre Laufs, ihre Runs sind gut. Also ich hätte jetzt eher einen Run gemacht auf irgendeine Art und Weise. Ja, weil, will dann die Defense verhebeln, aber weil die Defense war jetzt nicht so aufgestellt, als dass sie so massiv jetzt vorne zugemacht hätten. Aber okay, gut. Und so ist wieder unser Murdoch auf dem Platz. Geht selber, aber geht da von der Nummer 56 aus Hamburg, Philipp Josefovic. Ja, gesackt für Raumverlust. Ja, auch ganz ordentlich Raumverlust. Also bestimmt knappe 7 Yards. Unsere Offense gefällt mir heute noch nicht wirklich. Und ich weiß noch nicht so ganz genau, ob das an der sehr gut aufgestellten Hamburger Defense liegt oder ob die Offense noch nicht ganz rund ist. Auf jeden Fall 2. Versuch. Und jawohl, da geht doch unser Kollege Nils Bünger aber mal richtig steil. Zur Sache. Halfback-Swing über die rechte Seite, immer so eine Art Backup-Route, die da genutzt wird, wenn alles andere gecovert ist. Aber dann, Nils schnappt sich den Ball und ab geht's fürs First Down. 15, 16, 17 Yard gemacht. Schöner Lauf war das. Danke, ab davon. Die haben dich gehört. Haben gesagt, so jetzt wollen wir den Bräutigam mal nicht wurde mit uns. Wurde ich direkt live übertragen, ja. Meinst du, die Helme unserer Offenspieler? Nicht mit ja, dann, uns. Ja, dann sage ich mal, Dankeschön an dieser Stelle. So darf es weitergehen.
Und das macht dann ja auch die Defense. Jetzt sind die natürlich wieder sehr stark auf der linken Seite. Komm, alle Mann. Und Feuer. Kurzer Pass, aber der angekommen schöner, ist. Schneller Pass auf Christoph Oetgen, der den Ball da festhält und ganz, ja, ich sehe das in meinem so wirklich. Über 5 Yards auf jeden Fall. Ja. Ein paar mehr als 5 Yards. Verbleibende Spielzeit, 2 Minuten. Oh. Noch 2 Minuten jetzt in diesem zweiten, im zweiten Quarter. In der ersten Hälfte. In der ersten Hälfte. Und ja, das kommt durch die vielen Laufspielzüge. Es geht schnell wieder heute zur Sache. Weil wir spielen gerade mal so 44 Minuten und die erste Hälfte ist schon vorbei. Nahezu. Kurzer Pass. Yes, Receiver Screen, aber schön verteidigt. Da wollte ich gerade noch sagen, durch die Nummer 24 der Hamburger Jerome Mbalo war das. Ja, das ist aber ein kleiner Raumverlust von 1 Yard. Yep. Dritter Versuch. Ball jetzt direkt auf der Mittellinie. Und wieder ein kurzer Pass. Ja, da waren die Verteidiger viel zu dicht dran. Aber da gibt es eine Flagge. Ja, er war ziemlich am Helm oben dran. Yep. Das könnte ein Personal Foul oder irgendwas in dieser Richtung sein. Ich weiß nicht, ob er noch ins Face Mask reingerutscht ist. Auf jeden Fall sollte es eigentlich gegen Hamburg sein. Unbeabsichtigt war es auf jeden Fall. Persönliches Foul, Face Mask, Defense, 15 Meter Strafe, erster Versuch. Ja. Wie viel Yards Strafe gibt das? 20? 15. Das sind natürlich jetzt nochmal 4 schöne Versuche vor der Halbzeit, um nochmal das Scoreboard ein wenig zu... Um sich selber mal in Szene zu setzen mit der Offense. So, ja, also so hätte dann fast jedes Team dann mal so ein paar Punkte drauf. Ball auf der 35. Kurzer Pass auf die. Und schöner Swing-Teller auf die 80. Da geht's voran. Und das ist jetzt ein schickes First Down. Durch. Nummer 80. Ach da, Nico Dutschke. Der da den Ball bis an die 20 Yard in die Red Zone befördert. Auszeit. Oldenburg. Erste Auszeit der ersten Halbzeit. Wir werden noch einen Score machen hier. Höre meine Worte. Ja. Verbleibende Spielzeit 1 Minute 3 Sekunden. 1-0-3. 1 Minute 3 noch zu spielen. Und 4 neue Versuche. 4 neue Versuche, habe ich das richtig gesehen? Ja, wenn man First Down hat, hier, du bist ja aber auch ein Footballfachmann. Ja. Ich will ja nicht sagen. Nee. Ja, das war ja auch mehr so eine Quizfrage. Ach so. Ist ja auch ein Fuchs. Ah, ja. So, Minute noch, ihr habt es gehört, 1 Minute noch und 3 Sekunden für die erste Halbzeit. Also auf jeden Fall, du sagst, es kommen Punkte drauf oder legst du dich irgendwie fest mit dem Touchdown? Also ich sag auch Punkte. Ja, ob es ein Touchdown ist, weiß ich noch nicht genau. Och, ruckzuck, zack, jetzt lange Bombe, jetzt direkt in die Endzone. Ja? Jo. Wattledge auf Oetgen, rechte Seite. Ich lasse mich überraschen. Oetgen steht gar nicht auf rechts, steht links. Ja gut, ist hier immer die Frage, von wo man aus guckt. Ja? Oh, die haben sich aber keinen, wenn ich das richtig sehe, benutzt die, deren Cornerbacks gehen nicht Mann zu Mann, sondern bleiben auf derselben Seite. Guten Verteidiger da auf Oetgen, die Nummer 24 hat er vorhin auch schon gut gemacht. Schönes Pedder. Bada bing, bada boom, bada bang. Rechte Seite, Endzone. Die Nummer 84, Adrian Dorsey. Mit einer schönen Post-Route da. 6-7 Schritte nach vorne. 45 Grad nach hinten abgebogen. Rutledge auf unseren Receiver mit der 84, Adrian Dorsey. Mit dem Touchdown. Allerdings sehen wir hier eine gelbe Flagge. Oh. Dann werde ich jetzt nochmal zurücksetzen, was ich jetzt hier gemacht habe. Wohin ging? Also es kann ja, wenn da nur ein Holding gewesen sein oder sowas in der Richtung, dort wo die Flagge liegt. Weiß ich auch nicht. Ich habe nichts gesehen.
sich aber auch sehr intensiv beraten. Jo, das ist jetzt schon mal aufgeschrieben, wer welche Bratwurst nimmt. Also. Ja, wie viele? So, also, jetzt bin ich gespannt. Was sagt er? Ah, jetzt geht er zu dem Oldenburger Coach. Ja, wollen wir nicht haben. Die Strafe ablehnen. Danke. Weg. Ja gut, also dann wäre es eine Strafe gegen Hamburg. Das ist ja logisch. So. Persönliches Foul. Roughing the passer. Die Strafe wird auf den Kickoff genommen. Nach dem Spielzug. Persönliches Foul. Defense. Auch diese Strafe geht auf den Kickoff. Resultat des Spielzugs, Touchdown. Jawohl. Zwei Personal Fouls gegen die Jungs in Rot. Touchdown zählt. Schöner Pass. Über 20 Yard. Über die rechte Seite. Ich warte, irgendwer hat das vorhin gesagt, ne? Ich wüsste nicht, wer das gewesen sein könnte. Ja, ich war da etwas verhaltener. Das ist richtig. Ich bin ach, da noch nicht so verhalten. Ich bin so halt ein verhaltenes Kind. Jetzt gucken wir mal. Aber da haben wir mit unserem Kicking Cowboy da eine sichere Bank eigentlich im Fuß. Der in also in große Fußstapfen von Tim Kreins mit hier unserem ja. besten Kicker. Also. So, der Ball ist weg. Ob er gut ist, kann ich dir nicht genau sagen. Da aber wird jawohl 21-0. Danke, ab die Post. Jetzt mal einen schönen Drive zusammengebaut, muss man sagen. Das passte, wie gesagt, die haben sich das so Herz genommen, Theo, dass du da Kritik ja, angebracht manchmal, hast. Manchmal muss man dieses einfach auch tun. Man muss auch mal Kritik nicht nur einfach denken, sondern auch verbalisieren. So ist es. Und es hat ja seine Wirkung gezeigt. Habe ich dir schon mal gesagt, dass es schön ist, wieder mit dir hier zu sein? Ach, Theo, ich habe dich auch vermisst. Ja, mein Schnucki. Obwohl, hier drin ist das nicht so schön. Aber nee, hier drin ist nicht so schön, aber es ist es nicht geht so warm. Ja? Es ist nicht so warm, wie es ansonsten in unserem Podcast ja, ich will da oben im Stadion. Ich will aber wieder dahin. Ich will da schwitzen da oben. Das, ja. ist, das gehört auch dazu. Ich stehe darauf, wenn du schwitzt. So. So. Also jetzt sind wir natürlich vom Kicker. Ich weiß gar nicht, wo wir da jetzt sind, wo der Kickoff stattfinden wird, an welcher Yardline. Auf jeden Fall befinden wir uns schon in der Spielhälfte der Hamburger. Also vielleicht, ja, sind wir da schon? Ja, doch. Also wenn ich sehe, da wo das Zelt steht. Oh Gott, da Hamburg. Ist die 50. Ja, wir können Figo. Kann man, darf man den eigentlich jetzt reinschießen? Nein. Ja, mal, also die Frage an die UF-Profis da draußen, falls einer zuguckt. Wenn der Ball da jetzt auf der 35 liegt und ich schaffe das, kann ich den dann in die... Darf ich den... Was? Darf ich den auch? Zählt das, wenn ich hier jetzt ein Field-Goal schieße? Also ich glaube nicht. Nein. Ich glaube auch nicht. Aber vielleicht gibt es ja noch regelkundige Profis. Also, es ist, wenn ein Touchback einfach fertig aus. Ja, ich denke auch. Ende Gelände. Macht man sie rechnen aber jetzt mit, nein, damit rechnen sie ja. Doch, ja, es ist wieder eine. Oh, wir sind dran mit der Offense. Das war auch noch ein Late-Hit drüben, ist aber keine Flagge geworfen worden. Nö, Hands-Team drauf, wenn man dann sieht, das ist Yannick Birkler, der den Ball sich zack und direkt hoch und zapp und danke und Mutter. Ist nur die Frage, ob es auch weit genug war, der Kick? Oh, das sieht so aus. Da fehlt ein bisschen Tiefe. Ja. Guck mal. Das ist manchmal die Gefahr dann bei diesen Onside-Kicks, weil der erst nach wie vielen Yards ist das ein Freier? Nach 10. Nach 10 Yards. Und das war anscheinend innerhalb. Normalerweise stellt man auch die Verteidiger halt auch die erste Reihe 10 Yards tief weg. Also da, wo die Roten dann stehen, ist eigentlich 10 Yards. Da musst du da eigentlich da auch hin mit dem Ball. Eigentlich schießt man den so 13 Yards weit, damit man da so hinterlaufen kann. Aber nein, ist natürlich auch schwer zu. Das ist ein Fall. Schwerer Kick. Ja, ja. Das sieht man hier immer mal. So. Es ist jetzt nochmal auf jeden Fall. Noch mal ein bisschen gelaufen da hinter seinem O-Liner her. Das ist die Nummer 6. Allerdings muss ich sagen, dass ich jetzt hier auch schon. Auszeit! So Hamburg! Zweite Auszeit der ersten Halbzeit. Die zweite Auszeit ist jetzt genommen worden. Also Spielzeit 049. 40 Sekunden. 049, 49 Sekunden noch zu spielen. Was ich gerade noch so sagen wollte, so ein, zwei Nicklichkeiten habe ich jetzt schon hier so auf dem Platz feststellen können. Ja, also sieht mal ganz, hier, gibt mal einen Schuppi. So ganz emotionslos ist es nicht. Nein.
Es werden Nettigkeiten ausgetauscht. Definitiv. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon an der Punktzahl, die Hamburger Defense sonst normalerweise sonst nur so zulässt. Das haben wir jetzt in der ersten Halbzeit weg. Das stimmt. Und es steht nur auf, von der Hamburger Offense steht noch nicht groß was auf dem Scoreboard. Und ich bin mal gespannt. Wir sind ja gleich mit der Offense dran nach der Halbzeit. Definitiv, beziehungsweise ja. Mit dem Kickoff-Return. Oh, schießt ein Scrip-Kick, Freunde, aus Hamburg. Sonst prophezeie ich Böses. Sonst meinst du, starten wir gleich mit einer Veränderung des Scoreboards auf dem... Nachtigall, ich höre dich trapsen. Eigentlich würde ich ja sagen, dass das mittlerweile die gesamte Liga wissen müsste. Ich denke auch. So, also hat viel Zeit zu verpassen. Ja, man will aber jetzt einfach, das ist Prevent-Defense, man will da... Oh Gott, da kommt er durch. Wo will er denn? Geht nicht mit den Füßen nach vorne. Also er ist viel gelaufen für 2-3 Yards. Und er war lange auf den Beinen. Ich glaube, jetzt auch noch eine Timeout genommen nochmal. Ja. Auszeit, Hamburg. Letztes Team-Timeout dieser Halbzeit. Verbleibende Spielzeit, ja, ich weiß, 39 Sekunden. Ich denke, 39 Sekunden noch zu spielen. Ich denke natürlich, er hat sich so viel Zeit auch genommen und gelassen, weil er wollte eine tiefe Bombe schmeißen. Ja, was anderes genau geht das jetzt war aber nicht die Defense. Man hat nur, sieht man spielt nur mit 3 Leuten vorne, der Rest verteidigt Pass. Und er hat keine Anspielstation. Er hatte Glück gehabt, dass auch unsere 48 da ihn nicht noch irgendwo wirklich das Leben schwer gemacht hatte, weil er es war definitiv Pascal, war da sehr dicht an ihm dran. Du hast ja jetzt ganz viel Raum. Als Defensive Coordinator sagst du ja, wir wollen jetzt keinen Touchdown, keine Bombe kassieren. Ob Run oder was, ist scheißegal. Ja. Aber jetzt nicht irgendwie so ein 50-Yard-Ding kassieren. Deswegen will die Defense weiterhin sehr soft spielen, sehr tief stehen. Um jetzt einfach auch nichts mehr anbrennen zu lassen. Ob er jetzt einer da nochmal 15 Yard run-mäßig holt, ist vollkommen wurscht. Dann kannst du immer noch nach vorne dann agieren. Ja, außerdem läuft die Uhr ja aus. Ja, also, das ist ja. Also, dritter Versuch. An der? Da ist die 40. 33. Irgendwas um die eigene Richtung. An der eigenen 33. Also an der eigenen 33, ja. Man ist noch weit in der eigenen Zone drin. So, jetzt. Kurzer Pass auf die. Aber direkt. Aber schön, da hat man es gesehen. Ne? Aber auch schönes Tackling da von unserer. Direkt. Ja. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber so viele kleine Schritte noch. Dieses ran an Mann, klack umklammern und dann in die andere Richtung pushen. Das war sehr, sehr. Jetzt machen die natürlich ein bisschen Dampf. Ja, weil die Zeit. Und schmeißt den Ball zu Boden, damit die Uhr angehalten wird, weil ein Timeout hat man nicht mehr. Also man verbrennt damit sozusagen einen Versuch, aber das wird jetzt als Incomplete Pass gewertet und dann hält die Uhr ja an. Deswegen, man erkauft sich einfach noch ein Timeout extra. Ja. So. Und wieder Pass. Der war aber nicht gut. Ja, wo ist denn mal, gibt es denn mal irgendeinen Menschen mit der Zeit? Das können eigentlich nur noch so 20 Sekunden oder sowas in der Richtung sein. Nicht mal mehr. Dritter Versuch. Dritter Versuch und 10. So, Run. Und sagt sich, Shitty Goal. Wird raus, dadurch wird die Uhr natürlich wieder angehalten. Ups. Vierter Versuch und na gut, das sind 6-7 Yards, die da noch zu gehen sind. Ja, immer noch eine eigene Hälfte, also. Aber es muss. Spielen das Ding aus. Pass. Links, jawohl. Schönes, aber Inbounds, Tackling und dann und ist Feierabend. Gut, ich weiß nicht, ob das noch für den ersten. Ja, es hat aber für den ersten. Ja, das ist vollkommen egal. Ende der ersten Halbzeit. So, wir gehen mit 21-0 in die erste Halbzeit. Die Offense hat ein bisschen gebraucht, um in Fahrt zu kommen. Die
Hamburger spielen sehr gut, sehr hart. Defense haben sich das Tape gut angeschaut. Aber wir haben einen Defense-Score, einen Special-Team-Score und einen Offensive-Score. Also im Grunde kann man da jetzt mit dem Ausgang des zweiten Quarters zufrieden sein aus Neidsicht. Also man ist jetzt ins Rollen gekommen. Korrekt. Ist gleich wieder mit der Offense dran. Also da brennt erstmal nichts an. Und ansonsten sehen wir hier relativ... Das Scoreboard sieht deutlich aus, aber es ist eigentlich ein offener Schlagabtausch. So würde ich dieses auch sehen. Das ist das, was ich vorhin auch meinte. Man begegnet sich eigentlich wirklich hier vom Kräfteverhältnis auf absolut pari Höhe. Ja. Die ersten zwei, drei Dinger haben einfach die Hamburger nicht so richtig konsequent zu Ende gespielt. Da einmal das Fake-Field-Goal, was dann um Ohren geflogen ist. Dann und dann den auf vierten. Unseren Reggie. Ja, dann. Einmal. Ja, war nicht so. Aber wie gesagt, da so die ein, zwei Drives konsequenter zu Ende oder schon mal ein Field Goal mit, dann ist man auch angekommen. Jetzt geht man mit null Zählern in die Halbzeit. Also da hätten schon ein paar Zähler für Pioneers gibt den Spielverlauf nicht so richtig wieder, aber hätte Fahrradkenner, es steht hier 21-0 und es geht in die Halbzeit und wir führen deutlich Punkte aus. Und weiterhin keine Verletzte. Und ich denke auch, wir sind ja, man muss immer sagen, wir sind gut. Also Markus und sein Coaching-Team sind gut in diesen Adjustments in der Halbzeit. Das wird jetzt wird sich genau angeguckt, wo geht was auf, was können wir vielleicht umstellen. Das konnte man in den letzten Spielen immer sehr, sehr, sehr deutlich merken, dass aus der Halbzeitpause das Team schon in veränderter Form rausgekommen ist und dann im Grunde genommen deutlich gemacht hat, jetzt machen wir hier erstmal den Sack zu. Es ist auch noch nicht die Zeit zu sagen, wir gehen hier mit der zweiten, dritten Garde drauf, sondern es wird, denke ich, im dritten Quarter noch weiter in Gas gegeben werden. Wir sehen jetzt auch, wie die Coaches zusammenstehen. Also da wird Markus jetzt ganz klare Weisungen dahingehend rausgeben. Ja. Also da wird eine Justage stattfinden, die man in der zweiten Hälfte deutlich zu spüren bekommt. So ist es. So, wir verabschieden uns kurz. Wir gehen mal kurz für kleine Moderatoren und ziehen uns nochmal einen Kaffee auf die Schnelle in die linke Herzkammer rein. Und dann hört ihr uns gleich wieder. Dann geht's hier weiter. Ciao.
still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Bum, 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 bum
Buffet. Na gut. Oh, es geht los. Hallo? So, ja, jetzt sind wir wieder dabei. Jawohl, also es geht weiter, der Kickoff ist schon passiert, ohne dass wir, also wir haben was gesagt, aber ihr habt uns nicht gehört oder konntet uns nicht hören. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall ist die Offense der Oldenburg Knights auf dem Platz. Wir befinden uns jetzt in der zweiten Spielhälfte, jawohl, im dritten Quarter befinden wir uns. Ich werde jetzt ja auch gleich erstmal die Anzeigetafel aktualisieren. Und es steht 21-0 für Oldenburg. Erster Versuch und los geht's. Gute. Irgendwer ist auf der 1. So, jetzt bin ich auch wieder dabei. Du bist auch wieder dabei. Also, das ist doch schön. Jetzt in der Halbzeit ist auch der Osten fertig geworden. Lass mich raten. Es hat im letzten Leipzig, Moment hat sich das Leipziger, haben die Leipziger Leipzig das noch geholt. Ja, hat gedreht. Ja? Nein. 33-14 gewinnen die Spandau Bulldogs gegen die Leipzig Lions. Damit ist Spandau Meister der Regionalliga Ost und unser nächster bzw. der zweite Gegner in der Playoff-Runde um den Aufstieg in die GFL 2. So, Murdoch Rutledge nimmt die Beine in die Hand, marschiert über die rechte Seite. Dann jawohl. Kommt die sogenannte Baseball-Grätsche. Die Notbremse. Aber er hat das First Down geholt, würde ich sagen. Und jawohl. Der Slide. Also gar keinen Kontakt da suchen, man nimmt das First Down mit. Jawohl. Bevor dann der Hit einschlägt. Einschlagen könnte. Gibt man sozusagen auf, wenn man mit den Füßen vorausspringt, dann darf man nicht mehr getackelt werden. Und dann ist Feierabend. Also, ja, wir rollen ganz gut über den Platz. Die Offense ist drauf. Na, das ist ja jetzt ein bisschen vermessen zu sagen, wir rollen gut über den Plan. Auf jeden Fall sind wir bei einem neuen ersten Versuch und sind kurz, wir sind auf der 40-Yards-Linie ungefähr. Pass. Ah. Ein bisschen in den Rücken geworfen, der Ball. Auf Mr. Darcy. Da hat er keine Chance gehabt, der war einfach zu tief. Dann kommt sie so ein bisschen alleine hier. Ja, man denkt, man guckt, wir moderieren jetzt aus dem Wohnzimmer. So ja. Kommt mir das vor. Ne? Ja. Als wenn ich so ein Fernsehbild moderiere. Also sehr, ich brauche da live. Ja, wir müssen noch mal ein bisschen. Aber gut, kommt alles wieder. So. Wir haben das jetzt auch schon in der Halbzeit gesagt. Also, das geht jetzt mal für dieses Spiel. Also wenn wir nur so spielen, wir lange Bombe. Raus, die lange Ellie. Tatschel, aber das wird ein Interference werden gegen die Nummer 4. Ja, da ist ein bisschen zu massiv dran gegangen. Jerome Mbalo, ein bisschen viel Kontakt vorm Catch. Ja, definitiv. Sie noch beraten. Ich habe schon gesagt, ne? Also Spandau hat es gemacht. Ja, das hast du gesagt, ja. Passbehinderung, Defense Nummer 24, 15 Meter Strafe, automatisch erster Versuch. Ja, das ist was, da ärgert man sich normalerweise so ein bisschen, weil das ist unnütz. Na, passiert aber immer mal, das ist normal das Duell Receiver gegen DB. Sonst hätte er ihn aber auch gehabt. Es war ja so ein bisschen getippter Ball. Der hätte ihn definitiv so ein bisschen Volleyball. Also so oder so. Also es hätte wahrscheinlich jetzt weniger Raumgewinn ja. Für uns. So, wir sind jetzt auf der 42-43-Yards-Linie der Hamburg Pioneers. Also sprich schon in der Hälfte der Pioneers.
Weiter geht die wilde Fahrt hier. Ja. Blitz durch die Mitte. Center muss aufpassen. 56. Jawohl. Ja. Blitz wird aufgenommen. Swing Pattern da über die rechte Seite. Und da geht die wilde Fahrt los. Nico Dutschke mit der 80 ist das, der da schön den First Down holt. Jawohl. Jawohl. 11 Yard. Einsackt. Schöne Blockarbeit durch seine Kollegen Receiver da. Er hätte sogar gar nicht noch groß abbremsen müssen. Du siehst jetzt, dass hier. Ja, schöner Block vom Montschele da, der da die 58 aus dem Weg räumt. Ja. Der hätte sonst das Play nämlich gemacht. Also Receiver screens leben von der Arbeit, Blockarbeit da draußen. Ja, wo bist du? Jetzt will der Ref uns noch irgendwas erzählen. Auszeit, Hamburg. Erste Auszeit der ersten zwei. Ja, das hängt früh an mit der Auszeit. Ja. Aber gut, man ist natürlich jetzt auch schon wirklich gerade. Ja, was wir aber vorhin gesagt haben. Entschuldige, wenn ich mich da jetzt mal kurz aufdränge. Wir sind aus der Pause rausgekommen und das, was wir vorhin gesagt haben, ist, dass das Adjustment in der Halbzeit meistens sofort seine Wirkung zeigt. Und das spüren wir hier jetzt gerade und das spürt auch Hamburg, dass jetzt gerade die Defense, die eigentlich sonst die ganze Zeit ziemlich das Ding gehalten hat, auf einmal Schwierigkeiten bekommt. Weil ich sage, das Momentum, wenn wir jetzt scoren, und Hamburg dann im Anschluss nicht scored, dann ist das Momentum so hart auf unserer Seite, dass das... Das wird schwer. Dann ist hier Zappnusa. Also es könnte hart kippen dann zu unserer Seite. Jetzt muss er die Defense wirklich nochmal... Das ist ein ganz spannender Drive, den jetzt hier Hamburg auszuhalten hat. Und den muss eigentlich Hamburg für sich holen. Aber wir haben auch jetzt fast ja in jedem Play, was auch durchgespielt wurde, immer dann 10, 11 Yards gemacht. Ne? Daran sieht man ja, dass da der neue Gameplan dann aufgeht. Ne? Auch das Line-Coaching, dann wird der Blitz besser aufgenommen. Murdoch hat Zeit, ersten Pass. Boom. Bah. Und auch da könnte ich, das war diesmal aber sauber gecovert. Ja. Aber ein guter Pass. An irgendwem lag der, dass er nicht gefangen war. Gute Verteidigungsarbeit. Wir sagen gute Verteidigung. Ja, gute Verteidigungsarbeit, aber Pass war genau da, wo er hinkommen sollte. Also wie gesagt, schön, dass ihr uns gerne zuhört, aber nächste Woche brauchen wir jeden Mann im Maastricht-Stadion. Mann und Maus. Bringt alles mit, was Krach macht. Hupen, Ratschen, Klatschen und dann ab geht die wilde Fahrt hier. Dann holen wir uns Münster erstmal. So. Oh, da ist Platz. Der schön gelesene Mittellinebacker da. Ja. Das sah gut aus. Schönes Play von der Nummer 6 und 5. Alle dann sich auf das Pass-Coverage dann einstellen. Einer dann noch so zum Blitz. Dann ansetzt, den aussteigen lässt, dann ist natürlich nicht mehr viel an Verteidigung da. Das nervt auch als Defense. So, du spielst geil und kriegst aber dann, und hast nochmal ein Tackle for Loss, ein Pass verhindert, und dann kriegst du wieder so ein Ding irgendwie, Und schon wieder 4 neue Versuche. Und es ist natürlich jetzt schon wieder sehr dicht an der Endzone. Wir sind, wenn ich es richtig sehe, direkt 20 Yards. Ja, 19. 19? Weil der Ball da richtig liegt. Okay. Oh, schöner Screen. Christoph Oetgen mal am Ball. Das waren so 3-4 Yard. Und die Defense hat im Grunde genommen Offside angezeigt und haben darauf sich verlassen, dass irgendwie die Schiedsrichter darauf reagieren. Aber ich sag mal, die Schiedsrichter machen natürlich ihr eigenes Ding. Also die schon weit zurückgelegt, reagieren nicht. Ganz schön weit zurückgelegt den Ball. Nach meinem Geschmack. 2010 dann immer noch weiter. Gut. Kommt jetzt die Bombe in die Endzone? Ja, man ist formiert sich ziemlich massiv jetzt vorne auf der Line of Scrimmage. Oh, alles geht Mann und Maus. Schneller Drop. Und? Ball ist weg. Ich weiß nicht, wo diese Kamera... Ja, ich habe nichts gesehen. Ja. Es war auf Christoph Oetgen das Ganze. Er hat auch den Ball mal einmal gedroppt. Er war dran. Aber unfassbar Druck. Und wie gesagt, da muss eigentlich einfach nur einer hinter die ganzen Rusher laufen. Dann kannst du da deinen Drop hinlegen. Dritter Versuch. Weil dann nämlich die Füße noch gerade auf den Boden kriegen, wenn so viel Druck da angeflogen kommt, ist dann nicht so einfach. Ja, der Druck war ja angesagt. Also der war ja deutlich zu sehen. Da war ja alles, was irgendwie zwei Beine hat, war ja vorne an der Linie so ungefähr.
Ja, da fehlt mir noch so ein Audible, dass dann einfach so ein kurzer Pass hinter die ganzen Rusher kommt einfach. Und einfach nur das Slotback in dem Slant nach innen laufen. Jawohl. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Ah, ein schöner Sack. Ball selber gesichert. Das hat aber die Nummer 96 schick gemacht. Das ist Martin Ehlers da mit dem QB-Sack. Vierter Versuch und 15. Ball an der 25. Viel Goal. Das wird auf jeden Fall ein Versuch. 43 Jahre, meinst du? Hm. Das ist weit. Es ist weit, ja, aber was will man machen? Will man jetzt einfach nur einen Punt machen? Nein, nein, man tritt einen Punt auf gar keinen Fall. Nee, oder man spielt einen aus. Nee, wir treten davor. Als Punt? Nee, nicht als Punt, als Chico. Als Figo, ja, sag dich doch. Und ich sagte, er wird gut. Da gehe ich auch mal aus. Der alte Linksfuß. Darian Ironfoot Naujox ballert jetzt mal davor. Ich sehe, nee, ist zu kurz. Ja, ich hatte das fast so im Gespür gehabt. Ich habe es nicht irgendwie richtig. Also auf jeden Fall haben wir jetzt das, was wir ja auch gesagt haben. Die Hamburger müssen jetzt hier diesen Drive vereiteln, damit es nicht dann hier 24, 26 oder 27 beziehungsweise 28 dann irgendwas zu 0 gestanden hätte. Ja, irgendwas 28 oder 27 oder 24 gestanden hätte. Man weiß es nicht. Und jetzt müssen die scoren, um irgendwie dran zu bleiben. Scoren. Aber ich glaube, da hat unser Herr Fischi etwas dagegen. Das ist ein massiver Receiver, meinst du jetzt? Ja? Ja. Ein massiver Receiver. So. So und. Aber das ist ein Screen einfach gewesen. Die Vorblocker sind dann da draußen gekommen. Ja, 2-3 Yards hat er auf jeden Fall damit geholt. Vielleicht so eine Art Tight End da, die Nummer 13. Das ist ein sehr massiver Receiver. Ja, ganz ordentliches Tight End-Kaliber. Gut, 2. und 8. Drop zurück zum Pass. Platz hier für ihn geht er selber. Ja, da läuft er selber nochmal. Kurzer Wink und hat da Platz auf der rechten Seite. Die sollte Flat, das First Down holen. Genau, die Flats da nicht so richtig gecovert. First Down Hamburg, schöner Run durch die Nummer 15. Anthony Dyke oder, ja, Antonio kann man es nicht aussprechen. Nee, Anthony Dyke. Kurz vor der 8 Yard vor der Mittellinie. Ball auf der 42. Kurzer Blitz Pass, kommt. Jawohl, schöner auf Pass 13. Da auf die 13, wie ich sage. Massiver Spieler da. Jawohl. Nicht der schnellste, aber hoch und Power. Schön. So gut. Sollten sich ja so auf der 40 Yards Linie der Oldenburg Knights Hälfte befinden. Sie haben für meinen Geschmack das Laufspiel jetzt schon eingestellt und das irgendwann werden wir da eine Hand dazwischen kriegen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Ja, es wird geworfen. Ja, beziehungsweise, das finde ich immer sehr gefährlich, wenn die so gepitcht werden, dann nach oben, das ist natürlich dann. Ja, so haben wir auch gefühlt. Da einen Touchdown mal kassiert gegen, wie war das denn noch, wo wir den einfach so hochgepitcht haben. Ja, und dann zweiter Versuch. Ja, sie machen jetzt viel über Pässe einfach. Also Lauf habe ich jetzt gar nicht mehr groß weiter gesehen. Der QB mal selber. Ja, gut, aber das war ja aus der Not heraus. Running back wird jetzt so weggelassen. So, na, guck mal. Jetzt ja, geht der QB selber. Das wurde aber auch ein Sandwich genommen. Das ist immer. Oh, er bleibt nicht. Das ist gefährlich. Ich weiß nicht warum. Ich frage mich, warum. Das ist immer. Ja, dieses. Da kommt das Replay. Da, er geht selbst. Ja, und aber da kommen halt ganz viele Grüne, die dann ihn in die Zange nehmen. Und dann kracht es halt. Das ist auch richtig. No Mercy dann an der Stelle. Ja, es ist ja nicht, es ist ja ein hart, also es ist ja nicht einfach, es ist ja kein Foul, sondern es ist einfach dann unfassbar hart und dann kann es auch mal
Das waren drei Leute, die eingeschlagen sind, zeitgleich. Und er ist nicht mit den Füßen vorweg. Das ist das, was ich dann immer so... Also nee, wenn du dann in die gesamte Linebacker-Safety-Reihe krachst, dann... Und gerade wenn es um den Quarterback geht, dann will man ihn natürlich, so hart es geht... Ja. Nee, also keiner will jemanden verletzen, aber es wird dann schon... Also es wird schon darauf geachtet, dass er das merkt und dass er dieses nicht zum zweiten, nicht kein zweites Mal macht. Wo ist es? Darum geht es ja eigentlich. Ja, hoffentlich ist da nichts Wildes passiert, das wollen wir nicht. Das sieht auf jeden Fall nicht so aus... Also wir wollen hoffen, dass er jetzt gleich von alleine vom Platz geht. Aber wird jetzt für ein, zwei Spielzüge wird er auf jeden Fall runtergehen. Und dann wird man sich natürlich gleich erstmal wieder auf Laufspielzüge einstellen können, weil meistens die Backup-QBs, was Passspiel und so weiter angeht, nicht so die Sicherheit besitzen. Ja. Das sieht gar nicht so richtig witzig aus. Und das war, ja gut, er steht war so ein schöner da. Drive. Kommt jetzt selber aber hoch. Den hat er hart bezahlt. Unnötig. Ja, kommt da hoch. Guck mal, klatscht ab mit den Teammates. Da, den werden wir heute noch wiedersehen. Ja, aber diesen Hit, den nimmt er noch ein Momentchen mit. So, Backup ist... Ich sehe noch keine. Die Nummer 9, kann das sein? Sieht so aus. Für Hamburg jetzt als Quarterback drauf. Bjarne Quast. Ja. Jawohl, geht auch, aber gleich auch wieder in den Option und wird von Yannick Birk da fair. So, jetzt liegt ein Oldenburger. Ne, steht aber wieder auf. Ja, nur ein Krampf sieht so aus, zieht sich da an der Wade. Das 43. Ist unsere 43, Nils Hoffmann. Ja, da kann man mal. Geht vom Platz. Ja, da kommen die Line-Kollegen und packen ihn dann gleich ein. Jetzt wird das Spiel doch länger. Ja, die dritten Quarters sind immer irgendwie komisch, ne? Ja, das ist aber auch so, da musst du ja dann auch Signale setzen im dritten Quarter. So, jetzt ist Timeout. Auszeit, Hamburg. Ja, schon im dritten Quarter zwei Auszeiten verkracht. Ja, also wie ich das eben ja schon versucht hatte zu erklären, in dem dritten Quarter musst du natürlich eine Marschrichtung vorgeben. Also beide Teams wollen das dann. Der eine möchte den Sack zumachen, der andere will ihn erst nochmal richtig aufmachen. Und darum sind die dritten Quarters meistens heiß umkämpft. Ja, und oft nicht so punktreich. Gefühlt, naja. Also... Er steht 21:0, irgendwo Mitte des dritten Quarters. Wir sind, ist das korrekt, dass wir jetzt im vierten Versuch schon sind und haben noch so 2-3 Yards zu gehen? Wenn die da nicht den falschen Marker gesetzt haben, werden das jetzt ausspielen. Es ist weiterhin der Backup-Quarterback drauf. 3 Yards zu gehen. Geht selber kurz. Nein, das heißt Turnover. Turnover on Downs. Oldenburg bekommt den Ball an der eigenen, weiß ich jetzt gar nicht, auf der, was ist das, 35-Yards-Linie? Ja. Und wir sehen Backup Quarterback Odin Lösche bekommt die Zügel der Offense in die Hand. Der hat allerdings auch ganz alleine im ersten Spiel der Saison hier die Jungs in Rot in Hamburg besiegt.
Ja, dann darf er gerne an dieser Stelle anknüpfen. Schauen wir mal. So, kurzer Pass, rechte Seite, angekommen. Jawohl. Auf Mr. Dorsey. Ab. Man sieht auch die Außenlinie nicht. Nee, man kann sie nur erahnen. Auf jeden Fall guter Pass. Dann noch ein paar Yards durch den Lauf gemacht. Ich kann dir nur nicht sagen, für wie viel. Zwischen 2 und 8. Ich habe keine Ahnung. Man sieht es einfach aus diesem Winkel hier nicht. Nee, man sieht es nicht. Schauen wir mal, wenn wir jetzt die Down-Marke sehen, aber die sind nicht eingeblendet. Gut, auf jeden Fall, ich gehe mal davon aus, zweiter Versuch, jawohl, wieder Pass auf die rechte Seite, yes. Ist auch gut. Nice! Baller! Yeah, 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 yeah! Baller! Und schöner Pass von Odin Lösche auf unsere Nummer 11, Lars van Vreden, der da mal ganz geschmeidig den Ball aus dem zweiten Stock mitnimmt und sagt, danke, tschüss, hier geht's und weiter. First down. Ja, zwei saubere Pässe jetzt hier an der Stelle. Kannst du nicht mehr gern. Kurze. Raus hier. Ja, jetzt wollen sie mal ein bisschen Druck wieder auf die Linie reingeben. Jetzt geht's. Jetzt Blitz. Schnell raus den Ball. Ja, gut. Incomplete. Aber. Weil ich würde sagen, irgendwo auf der 50 müsste das. Ist das die 50? Das ist die 50. Müssten wir direkt auf der Mittellinie. Genau. Zweiter Versuch, 10 Yards zu gehen. Ball auf der 50. Man versucht wieder großen Druck aufzubauen auf der Linie. Pass nach links. Auf Mr. Dawson. Da marschiert durch. Drei Mann durch. Ganz locker das First Down, 15 Yard insgesamt. Da haben wir nochmal das Replay. Siehst du, prallt einfach so ab von ihm. 2, 3, 4, 5 Mann, um ihn anzuhalten. Sehr schick. Ja, sowas sieht man gerne. Jetzt deutlich in der Hälfte der Hamburger Ball auf der 37, erster und 10. Und wieder massiven Druck vorne. Ja, man will halt dem jungen Quarterback da schon Dampf machen. Aber da lässt der Odin sich doch gar nicht hier abfrühstücken. Und zwar geht es zwar durch nur so für so 2-3 Yards, aber. Yannick Franke, wie gesagt, der laufende Kubikmeter. Einfach eine Bowlingkugel, die immer so ein bisschen ganz fiese durch die Mitte rollt. 2-3 Yards. Ja, macht er gut. Gefällt mir. Und da war ja wirklich vorne massiver Druck. Also es ist ja nicht so, dass da niemand war. Wo ist es? Uhr läuft, das ist gut. Und ich finde super schön, ihn zu sehen da an der Stelle beim Mr. Lösche. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Nee. Überhaupt nicht. Kommt doch. So. Kurzer Partner. Ja, da haben sie aber nicht mit Kollegen Franke. Gut, es war zwar, wie gesagt, ein Zwingpattern über rechts. Ja, jetzt wollen wir nur hoffen, dass er sich da nicht wehgetan hat. Ja, gut, muss jetzt einmal. Ja, irgendwie mit dem Helm beim Tackling auf dem Boden gekracht. Das rumpst dann immer ganz ordentlich. Aber alles gut. Ja, die Spiele sind natürlich jetzt, die nächsten beiden Playoff-Spiele sind sehr, sehr dicht hintereinander. Man hatte also überhaupt gar keine Pause zur Regeneration. Das geht wirklich jetzt nahtlos weiter. Schlag auf Schlag. So. Dritter und weit. Jetzt muss man mal ein bisschen gucken, ob er gut gefrühstückt hat. Jetzt muss hat man mal ein bisschen. Er hat gut gefrühstückt. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Komm, auf, raus damit. Und. Aber da war jetzt leider keiner. Nee. Naja. Vierter Versuch. Und wir sehen bestimmt unsere Nummer 91 beim Punt. Yannick Birk ist das. Ansonsten Outside Linebacker. Trotzdem fand ich diesen Drive absolut okay. Ja, hat ein bisschen Zeit gefressen.
Ich schau mal wieder, was bei uns ist. Guck mal, hier ist, ich sehe gerade Rudi im Bild. Ohne irgendwelche Schienen und Gedöns. Ja, er läuft schon wieder. Das ist doch schön. Punt ist raus. So, ich soll dir auf jeden Fall ein Moinsen aus Bösel ausrichten von Juri und Thorsten. Die warten auf dich. Das sind meine Nachbarn, zu denen ich gleich muss. Hallo. Ja, ja. Hallo Juri und Thorsten, ihr verrückten Hunde. Ja, Dedo wird heute etwas später kommen. Er muss erst mit mir noch ein bisschen moderieren. Mit dir Vorlieben nehmen. Für die Ende des dritten Viertels. So. Das dritte Viertel ist tatsächlich jetzt ohne nennenswerte Punkte ausgegangen. Heißt das, 75% vom Spiel vorbei? Es sind 75% des Spieles sind vorbei. Das ist korrekt. Und meine Frau freut sich, die ist Mathelehrerin. Aber Grundschule, na gut, weiter sind wir auch nicht gekommen, oder? Das reicht auch. Ja, wir läuten jetzt schon mal die Glocken. weil du es richtig gemacht hast. Die ist denn schon, was haben wir denn für ein... Wir haben Viertel vor. Viertel vor sechs? Was denn, ja. Weiß nicht, was da mit den, was denn mit dem Zwischen an der Glocken hier los ist. Aber wir hören auch hier im Hintergrund, ich höre auch hier Sirene. Transportieren auch, die da jemanden ab? Das ist nichts Ungewöhnliches. Nee, Quarterback mit der Nummer 15 wieder zurück, hat sein Team wieder übernommen. Anthony Dyke ist das, der da jetzt wieder als Quarterback hinter seinem Center steht. Jawohl, raus, aber den konnte die Nummer 36, Lukas Shotrock, nicht festhalten. Ja, kann ich allerdings nicht ganz verstehen, warum, weil, gut, er war nicht optimal geschmissen. Butterpopcorn gerade draußen. Gefuttert, genascht, schnell, zack, 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 hast du ein bisschen glitschige Finger. Hat ihn ja definitiv in der Hand gehabt. Ja. Aber das ist ja immer wieder das Thema, ne? Wenn du immer harte Verteidiger hast, dann hast du auch immer so diese, okay, ich bin am Ball, dann boom. Und das nächste Mal und genau dasselbe und diesmal ist er aber intercepted. Ja, den haben wir intercepted. Yes! Ja. Big Play Defense! Jetzt ist allerdings noch eine Flagge geflogen, ganz am Ende. Ja, meine das ist schnell ein Frustfoul immer. Ich hab jetzt, wer hat's gemacht? Die Nummer 31. Das ist Philipp Dries mit dem Big Play. So, ich weiß jetzt noch nicht, was hält er da jetzt in der Hand? Irgendein Gürtel. Ja. Meisterschaftsgürtel. Meisterschaftsgürtel. Weiß ich nicht, was das ist. Interception-Gürtel. Aber immer cool sowas. Ja. Ja. So. Das ist natürlich jetzt eine sehr gute Ausgangsposition. Vor allen Dingen, wenn dann am Ende jetzt noch eine Strafe gegen Hamburg dabei noch rauskommen sollte, dann... Nach der Interception, helping the runner, return team, 5 Meter Strafe vom Punkt des Fouls. Erster Versuch, Oldenburg. Gut, also helping the runner bedeutet, dass er von hinten noch anschieben. Desjenigen, der es gibt, der den Ball hat. Das darf man nicht. Ja, es ich glaube, außerhalb der Box darf man das, glaube ich, nicht. Also ja, okay. Wenn in der Mitte das ist, dann darf man das jetzt anschieben. Ich wollte gerade sagen, da geht ja doch dann alles zur Sache. Aber wir befinden uns jetzt, ich würde was sagen, ich kann es nicht ganz genau erkennen, so, aber auf der 20-Yards-Linie der Pioneers. Mit unserem ersten von 4 Versuchen. Du darfst mich wie immer gerne korrigieren. Ich korrigiere dich ja nicht. Ich sehe auch ja nichts anderes als so. So, Odin. Ab geht die Fahrt. Aber damit hat man eisenhart gerechnet. Ja. Zack, da kommt eine schöne Dreimann-Zange, die da den Running Back, Janik Frage, in die... Also das waren mal gute 5 Jahre Raumverlust, würde ich mal sagen. Ich kann leider die Down-Markierung, ich sehe zwar ein, aber das war's auch. Ja, aber der steht auf der 15. Ja. 10 zurück müsste ja auf der 25 sein. Plus noch mal auf, ich weiß es nicht. Irgendwas. Pass. Jawohl. Auf yes! Und wieder. Oh, das war aber auch die Kombination Lösche auf Lars van Vreden. War ziemlich hoch getackelt, das Ganze. Das war schon wieder sehr knapp nach meinem Geschmack. Sah gut aus. Ja, ja, natürlich, sah alles gut aus. Ich fand nur das Tackling war sehr hoch am Hals. Wenn du das jetzt mal so... Nee, könnte auch die Schulter... Nee, alles gut, glaube ich. Ja, aber First Down. Wo sind wir denn? Ja, das können ja nur... Ich glaube, das sind nur noch so 5 Yards oder irgendwie sowas in diese Richtung. Oder 10 maximal.
Meinst du, dass das nur so wenig sind? Ja, ist nicht viel. So, Pass nach rechts und ohne umdrehen. Ah, hätte sich früher umdrehen ja, müssen. Ja, ja. Gar nicht damit gerechnet, dass da jetzt einer kommt. Ja, die Nummer 60. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, irgendwas ausgestöpselt hier. Ja, also ich höre dich noch laut und deutlich. Auf jeden Fall muss hier unsere 60... Muss... Hör, hier unten sind jetzt ein paar Kabel. Was machst du da? Weiß ich nicht, was ich jetzt... Liebe Regie, sind wir noch laut und deutlich zu hören? Dann waren die Kabel nicht wichtig gewesen. Ich höre mich aber nicht mehr. Hier unten liegen die Kabel. Du hörst mich nicht mehr? Ich höre mich nicht mehr. Du hörst dich nicht mehr. Also hier unten liegen auf jeden Fall die Kabel, die du da rausgestöpselt hast. Dann können die ja nur von deinem Kopfhörer sein. Willst du die mal durchreichen? Ich nehme sie mal oben entgegen. Ach, Herr Domscheit tut schon wieder alles hier demontieren. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier beim, Gott weiß wie viel, Versuch. Kurzer Pass. Ah. Freier Ball angeblich. Und die Pios haben sich den ergattert. Es war ein Pass, der zur Seite ging, der, ja, das ist ein freier Ball. Ja, die Hamburger sind jetzt im Ballbesitz. Ich bin wieder da. Du bist wieder da. Das ist doch fein. So, ich habe nicht aufgepasst. Was haben wir gefummelt? Ja, wir haben einen Pass nach links gemacht, der also einfach nur so seitlich weggepitcht, der nicht aufgenommen wurde. Dadurch war das ein freier Ball, der von Hamburg gecovert wurde. So ist jetzt Hamburg in Ballbesitz gekommen an seiner eigenen, sag ich mal, 10-Yards-Line. So, dass die Hamburger Offense ist jetzt auf dem Platz. Mit, jetzt weiß ich noch nicht, ob der eigentliche QB wieder dabei ist. Das kann ich jetzt im Moment nicht ganz erkennen. Oh, ja, sieht so aus, ja. Jetzt wird aber Dampf gemacht. Da geht's nirgendwo hin. Nein. Tackle for loss durch unsere Nummer 48, Pascal von Nathan. Trotzdem habe ich so den Eindruck, dass so ein bisschen Material heute auf der Strecke bleibt. Also es sind so ein paar Verletzungen unter Umständen. Was möchtest du mir die, sagen? Die hätte man vermeiden sollen. Gut, zweiter jetzt. Versuch und kein langer Platz. Pass. Nein. Langer Pass, aber nicht gut. Incomplete. Nee, war auch kein Nein. Jawohl, aber es sollte nicht gereicht haben für ein neues First Down. Das war einer von diesen Pässen, die du meintest. Einmal gut, jetzt nicht über die Angreifende, über die Defense Line drüber, aber so einfach nur so rausgechippt, sage ich mal an der Stelle. Ja, vierter Versuch, 7,5, 8 Yards zu gehen zum First Down an der eigenen 15. Ja, 17. Was, ich denke nicht, dass sie es ausspielen werden. Nein, um Gottes Willen, bitte ja, gut, nicht. Gut, viele Optionen haben sie ja jetzt auch nicht mehr. Gut, auf jeden Fall. Leider kann ich es nicht erkennen, ob unser Reggie hinten sich in Position gebracht hat. Und das war das Safety. Die haben es ausgespielt. Safety. Nee, der ist einfach da hinten, der ist doch verloren gegangen, der Ball, oder? Ich konnte es nicht sehen. Ich habe hinten nur gesehen, wie der wie der Whitehead hinten die Hände über den Kopf zusammenschlägt, aber nicht für mich das Zeichen macht, dass meiner Ansicht nach dieses ein Safety ist. Aber bitte korrigiere mich. Was ist das Zeichen für Safety? Ja, über dem Kopf mit Hände zusammen. Klatschen. Ja, dann. Ich konnte es nicht sehen. Ja, ich habe auch auf meinen Totalen hier habe ich nur gesehen, dass der Ball sozusagen der Long Snap nicht gut war und der Ball dann hinten, glaube ich, in der Endzone rausgegangen ist, ohne dass irgendwann einer was gemacht aber hat. Aber wenn er rausgegangen ist, ist das ein Safety? Ja. Das ist dann Safety. Ja, gut. Ja, ohne, ja. Ohne das. Ohne dass irgendwer dran war. Dann ist ja. Das okay, dann müssten wir jetzt Safety bringt zwei Punkte. Ja und sie kicken. Ja okay. Also dann haben wir jetzt einen neuen Score von 23-0 für die Oldenburg Knights. Es gibt einen Kickoff. Welcher der von Oldenburg returned wird.
und die Oldenburger Offense dadurch wieder auf den Platz kommt. Aber jetzt lasse ich mich erstmal überraschen, wie dieser Return wird. Ich liebe ja Returns seit neuestem. Habe ich das schon erzählt? Zumindest seit dieser Saison. Seit dieser Saison. So. Lassen wir mal ab. Bitte die jetzt Post. Eine schöne Kameraperspektive. Schöne Kameraperspektive wünsche ich mir jetzt. Ja. So, und. Er haut ihn hoch. Wo sind wir? Ah, und er ist draußen. Das gibt eine Flagge. Man darf den nicht jetzt ausschießen. Nee, aber. War tun schon auch Zeugs. Das heißt, der Ball wird auf der 40 gespottet. Kickoff out of bounds durch das Kicking-Team. Oldenburg hat das Wiederholen des Kicks 5 Meter weiter hinten gewählt. Ja, oder man fängt dann an der 35-40 an, aber wir wollen ja returnen. Das heißt, wir werden das jetzt so lange machen, bis der Ball im Feld bleibt. Bis Richie seine Chance bekommt, ja? So ist es. Meinst du? Wir nehmen da die Feldposition nicht. So, bitte, bitte, liebe Kameraden. Hören uns nicht. Doch, die hören uns nicht. Aber die Regie kann es ja weitergehen. Hi. Bitte. Ist dein Bruder nicht oben auf dem Wagen? Ja, der macht jetzt gerade. Das ist die Totale gerade. Das ist mein Bruder jetzt. Ja, dann soll er mal schön rausgehen. Damit wir jetzt viel sehen können. Bitte. So auf dem Ball bleiben, Tobias. Ja, aber auch rechtzeitig wieder rausgehen. Ah, ja. Ist denn überhaupt unser Reggie drauf? Logisch, gell? Logisch. Gespannte Ruhe. Die Ruhe vom Sturm. Ja, der Ball ist. Ja, Skip Kick. Vernünftig und gemacht. So. Na, also. Siehste, da ist Reggie nicht am Ball. Unsere Nummer 88. Randaliert da. Holt aber auch noch trotzdem ein paar schöne Yards raus. Also ja, das war ein ganz solider Return von Nils Bünger. Und es geht los an unserer 20, 30, 40, 50. 30 Yard Line hätte ich jetzt gesagt. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Da sieht man es auch schön. Ach ja. Ey, da ist er ja. Was ist mit unserer 4? Weil wir sind noch vom Kicking-Team auf dem Platz. So. Oh, Herr Bräutigam wird schon wieder hier. Ja. Telefontechnischer Natur. Ja, Mutti ruft an. Nee, nicht Jans, nicht Jans. Die Nachbarn. Das Wasser ist an in der Badewanne. Vermutlich. Vermutlich. Es ist ein Anruf von einem. Jetzt so gerade. Scheiße, was sage ich jetzt? Nee, was sage ich jetzt? Dass ich aus der Nummer irgendwie rauskomme. Nee, das ist von meinem Vermieter. Ah, ja, siehst du, ich sage ja, du hast die Miete nicht bezahlt jetzt ein halbes Jahr. Das kann Theo, nicht sein, das kann nicht sein. Wir haben die Bude ausgeräumt. Eieiei, der war ja, auch ein bisschen, auch das mal so Handgranatenwurfstand. Ja, das so haben wir früher die Dinger auch rausgeballert. Jetzt wieder ein bisschen ruhiger werden. Uli, du kannst das auch. Ja, das ist eine unnötige Hektik, die jetzt gerade da drin ist. So, dritter Versuch schon, um 10 Yards zu gehen. Ja, die Defense macht eigentlich jetzt im Grunde genommen nur eine Sache, dass sie wirklich viel Druck vorne aufbauen und dadurch unsere Lösche so ein bisschen nervös machen. Unnötigerweise. Komm, auf. Jawohl, langer Pass, leider kann ich nicht sehen. Und er ist gut. Hat er doch noch im Nachfassen verloren, den Ball. Anscheinend. Sehr schade. Ja, der Ball war ein sehr guter Pass. Nice geworfen und auch das wäre natürlich eine schöne Bombe gewesen. Ja. Ja, es ist so ein bisschen Abnutzungsschlacht gerade, ne? Ja. Also unsere Offense mit der zweiten Garde ist so, ja.
So, Punt ist raus. Oh, freier Ball. Freier Ball. Und gerade nochmal das Ding gerettet, der Kollege. Ja, ich weiß auch gar nicht, hatte er nicht sogar Fair Catch angedeutet und hat es dann trotzdem probiert? Ich weiß auch nicht. Also, das ist natürlich, wenn die Gegner im Grunde genommen schon dir auf den Füßen stehen, macht es keinen Sinn, da keinen Fair Catch anzuzeigen. Auf jeden Fall geht es los auf der 23-24-Yards-Line der Pioneers. Wie gesagt, aber jetzt auch in der Verteidigung schon mal mit der zweiten Reihe. Yannick Birk nicht mehr mit auf dem Feld, unser etatmäßiger Pass-Rusher. Jo. Das soll uns recht sein. Also wir hatten hier gerade eine Regieanweisung bekommen, dass wir im Grunde genommen dann, sind wir dann arbeitslos, ja, sozusagen, wenn das Spiel vorbei ist. Ja, ja. Dann komme ich einfach mit dir zu deiner Nachbarschaftsparty. Ja. Das kannst du machen. Alles klar. Ist die auch mit anfassen? Immer. Aber Juri und Thorsten sind da sehr, ja, wie soll ich das nennen? Ja, ja, grob, ich jetzt mal gefallen. Grob motorisch. Die waren keine Gefangenen. Ich glaube, ich bleib hier. Die waren keine Gefangenen. So. Ja, da ist so ein bisschen rechts, links gelaufen. Ja, aber das, Ost, West. Und zack, zu ist es. Das kann doch nicht mehr lange sein, weil es wurde viel gelaufen jetzt auch schon im vierten Quarter. Zweiter und 10, Ball an auf der 40 in der eigenen Hälfte für die Big Reds aus Hamburg. Oh, da hätte ich gar nicht mehr. Ja, den hat er dann nochmal ganz ordentlich durchgemuschelt, den Ball durch die Mitte. Ja. Hat die Nummer 7. Da war er aber auch sehr knapp davor. Der hat den Ball sehr weit weggehalten. Genau. Anton Prissauer, also der wollte da nochmal das First Down auf jeden Fall sozusagen. Ja, sichern damit. Aber da kann man auch mal schnell so einen Ball nochmal aus der Hand geschlagen bekommen. Aber First Down, gut gemacht. Sehr schnell ausgespielt jetzt auch schon wieder. Man weiß, dass die Zeit gegen einen Pass. Oh! Da kann er froh sein, dass der nicht intercepted wurde. Also wir haben gleich, gerade die Regieanweisung nochmal bekommen. Nach dem Game ist die große Pokalübergabe für den Regionalliga Nordmeister. Also bleibt dran. Da gibt es dann nochmal eine richtig ordentliche Party mit Sektdusche, allem drum und dran. Das wird noch ganz witzig. Das übertragen wir natürlich live für euch zu Hause. Also das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen nach Abpfiff. Dritter Versuch und 10 Yards zu gehen. Ball auf der Mittellinie, beziehungsweise ah, der 48, ja, sowas. Also nahe der Mittellinie. Ja, auch zu hoch. Auch zweiter Schock da konnte die Nummer 86 Christopher Hahn. Oh, beste Grüße hier an unseren Kumpel Christopher. Den Ball nicht ganz unter Kontrolle. Leider durch die Finger geflutscht. So, vierter Versuch. Auf der Mittellinie. Spielen wir, wird natürlich ausgespielt. Ja, geht ja jetzt um nichts mehr. Die goldene Ananas. Naja, auch wieder auf der linken Seite jetzt sehr stark over. Freier Ball. Freier, ja, ich wollte gerade sagen. Aber egal, ob wer ihn jetzt kriegt, es ist Turnover on Downs. Ob Fumble, nicht Fumble. Ja, also das ist schicken dir die. Federversuch war es eh. Und da kommt in der Mitte die Nummer 58. Chan Geisler angeflogen und packt den Quarterback nochmal ein. Also ich würde jetzt auf jeden Fall
gerne nochmal, dass unser Herr Löscher auch nochmal ein paar Punkte macht. Das würde ich ihm wünschen. Kann er ja. Kann er. Ja, also an uns soll es nicht liegen. Hält ihn ja keiner. Es hält ihn keiner ab davon. Hält ihn keiner ab davon. Ja. Er ist auf jeden Fall schön, ruhig, spielen. Aber es ist wie Kameraführung. Wie ein bisschen wie Abnutzungsschlag, wie ich vorhin dachte. Ja. So. Es wird einfach Geplänkel im Mittelfeld. Ja, es bleibt ein bisschen zu viel auf dem Feld. Zehn. Ja. So. Bisschen, ja. Schöner Run über die linke Seite durch unsere Nummer 18, Leon Tardin da Silva. Also, ja, er sollte vielleicht auch noch das Mikrofon im Mund halten. Er behält lange, der Herr Löschel, die Hand am Ball, bevor er wirklich loslässt. 2007. Jetzt Ruhe, schöne Ruhe einbringen. Da ist so irgendwie einer ausgetreten, sich ausgerutscht. Da konnte unser Receiver Scheele nicht mehr an den Ball kommen. Das heißt, dritter Versuch, 7 Yards zu gehen. Ball auf der 37, würde ich mal so sagen. Mhm. Ja, passt das? Vielleicht auch die 40. Ah, es könnte. Ja, wie gesagt, so ein bisschen die tolle Hälfte. Es könnte auch die 40 wäre. Sein. Ja, es ist die 40. Es ist direkt auf der 40, ist das. Gut, dass das Spiel, das war uns von vornherein klar, das wird jetzt hier kein Highlight-Spiel werden. Aber Ziel ist erreicht. Es wird die Perfect Season. Nein, der Ball war nicht gut, weil der Receiver sich schon out of bounds gefunden hat. Befunden. So sind wir beim vierten Versuch. Ja, wie gesagt, es geht immer so ein bisschen hin und her. Mal ein First Down für den einen, mal ein First Down für den anderen. Das denke ich mal wird gepuntet. Ja, das ist sehr weit. Also ansonsten. Unser Field Goal Mensch kommt darauf. Darian Naujox. Gut, man will es probieren. Tritt davor. Aber dann sind das aber auch dann nahezu dann fast 50 Yards, die er da treten möchte. Nee, das ist 58 Yards. Sind das. 58 Yards. Der Ball auf der 48 plus 10 Yard Endzone. Ist auf der 40. Und? Nee, der Ball lag doch noch weiter weg, oder? Auch doch verhungert. Der. Nix. Ich mache nochmal Werbung hier. Wie gesagt, nächste Woche Samstag, da geht es um die Wurst. Da, das zählt wirklich. Marschwegstadion Oldenburg. Nächsten Samstag. Da denke ich mir, werden wir schon eine ganz andere Kategorie Spiel sehen. 16 Uhr Regionalliga Meister Nord gegen den Regionalliga Meister West. Uns besuchen kommen da die Münsteraner Blackhawks. Die schwarzen Habichte. Hawk ist doch ein Adler, oder bin ich durcheinander? Nee, es ist ein Habicht. Das ist auch ein Habicht. Igel ist ein Adler. Nur kurz zur Information. Hawk ist das echt? Ich google das jetzt. Google das mal bitte. Du weißt aber schon, dass ich bei den Hanau Hawks gespielt habe. Ja, das ist ein bisschen Mäusebussard ist das oder sowas. Ja, also es ist definitiv nicht der Adler, der Hawk. Ja, Igel, damit hast du, glaube ich, recht. Aber ein Hawk? Falke steht hier. Falke? Falke. Der Falke, The Hawk. Oder der Habicht. Wohin gehen? Beziehungsweise auch der Sperber. Die haben nicht so viele Namen einfach. Die haben nichts. Der ist irgendein Vogel, der andere frisst. Ende der Liste. Wohin gehen die Falken, würde ich ja sagen. Eigentlich heißen die ja Falcons, oder? Ja, du bist ja der. Ich sag jetzt Sperber. Sperber? Die Münzeraner Sperber. Rotkehlchens. Ja, für meinen Geschmack, ich glaube auch für zu Hause. Wir können jetzt abfallen. Aufhören. Ja, also egal wie viel da jetzt noch an Zeit da ist, aber das könnten wir jetzt hier. Irgendwie ist das gerade nicht mehr schön, was wir da zu sehen bekommen. Kaugummi.
klar, droppt nochmal zurück zum Pass, findet keinen so richtig, überlegt sich natürlich auch zwei, dreimal, ob er selber geht, weil auf nochmal irgendeinen Hit. Jetzt kommen aber die Fiesen. Ja. Typen. Wo ist der Ball? Ich hab... Ja, er hat noch irgendwie weggehauen. Aber da hast du jetzt eben ganz deutlich gemerkt, also laufen tue ich jetzt hier nicht mehr. Nee, nach vorne schocken nicht mehr. Nee, also das... Das muss jetzt auch nicht sein, im letzten Spiel sich dann noch irgendwie was mitzunehmen, womit man dann die komplette Preseason zu tun hat. Dritter Versuch und 5 Yards zu gehen. Eine Zeit wäre ganz fein. Versuchen, Lauf durch die Mitte. Ja, auch ein guter Lauf. Gut, ein neues First. Wahnsinn. Es hängen 2, 3 Spieler der Knights an ihm und er pumpt sich aber gute 10 Yards nochmal nach vorne. Das sah gut aus. Also das war ein super Ding von der Nummer 55. Respekt an dieser Stelle, wirklich. Das ist Sven Matschneider. Sven Bandschneider. Ja, weil du wieder mit Gott weiß was allen beschäftigt bist. Muss ja irgendjemand hier dann noch ein bisschen was Produktives loslassen. Langer Pass, der war auch gecatcht. Haben wir da das Symbol. Und tatsächlich so 2 Jawohl, Yards die Nummer 85 war das. Das es ist könnten Julian noch, Völling. Es könnten jetzt nochmal Punkte aufs Scoreboard kommen. Verbleibende Spielzeit. Aber nicht für 2 Minuten. Ja, wir haben jetzt die 2-Minute-Warning gerade aufs Ohr gekriegt. 2 Minuten noch zu spielen. 3 Yards vor der Endzone. First and Goal für Hamburg. Wäre das für dich okay? Was? Wenn jetzt nochmal Hamburg ein paar Punkte ausscoren. Ja, können sie machen. Ja. Vollkommen. Sehe ich genauso. Sneak? Ja, aber nichts. Sneak könnte er abhaken. Nee, das wird nichts. Da hat Kollege Marius de Friesemann gesagt, nee. Weil das ist auch nicht so einfach. 3 Yards vor der Endzone mit dem Sneak sich reinschieben. Das ist ein bisschen viel. Dazu kam er aber auch so, meines Erachtens nach so aus dem letzten Moment erst auf die Idee. Man könnte auch einen Sneak daraus machen. Nee. Ja. Dafür ist dann alles 4 Punkte Stand tief und ja, nee. Das hat er schon gerochen gehabt eben. Da macht er sich schon fast. So, jetzt haben wir nochmal einen Sneak und das ist nach vorne fallen jetzt. Das, wir haben so einen halben Meter noch. Ja. Aber sie haben noch 2 Versuche dafür auch. Ja. So, jetzt heißt es alles in die Mitte. Ja, da bin ich jetzt. A-Gaps, den Center nur lassen. Ja, geht nach vorne, will natürlich sneaken. Aber, Nein! Ist er doch? Ja, alles in Ordnung. Alles gut. Ja, also, wohlverdient an dieser Stelle, möchte ich das einfach mal sagen, sind diese bis jetzt 6 Punkte. Machen wir jetzt für die Play. Nee, ja, egal. Sind diese 6 Punkte für mich absolut okay für die Hamburg Pioneers. Kurz vor Schluss. Weil sie haben echt gearbeitet und geackert. Auszeit, Hamburg. Letzte Auszeit dieser Hälfte. Ja, ich denke mal, dass man jetzt nochmal versucht, auf 2 Yards, auf 2 Punkte zu gehen. Statt nur das eine Point after Touchdown zu machen. Ja, wir haben keine Auszeiten mehr. Jetzt ist es scheißegal, ob du jetzt 7 oder 8 Punkte machst. Es interessiert nicht die Luzi. Kannst ein paar Mal abknien und fertig aus. Sie können die Uhr nicht mehr anhalten. Ihre dritte Auszeit genommen. Also, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich jetzt an dieser, in der Position jetzt der Pioneers, der jetzt noch wirklich auf 2 Punkte gehen würde. Und dann noch Onside-Kick schießen. Und dann noch diesen ganzen Kladderadatsch. Also da würde ich jetzt sagen, lasst uns jetzt einfach das so mit so wenig wie möglich Verletzungsrisiko jetzt einfach zu Ende bringen, das Spiel. Der Drops ist gelutscht. Ja krass, ne? Die erste Halbzeit hat irgendwie
44 Minuten gedauert. Und jetzt das zweite Hälfte ohne Scores noch anderthalb Stunden. Tatsächlich eine Two-Point-Conversion. Er versucht zwei Punkte zu erzielen. Aber und ja, hat auch funktioniert. War ein Fake-Spielzug. Und hat dann das Ding gepasst. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, weil. Ich habe es auch nicht gesehen, aber auf jeden Fall an der Stelle Gratulation. Geglückte Zwei-Punkt-Versuch. So haben wir einen 9-Punkte-Stand von 23 zu 8. Da bin ich ja mal tatsächlich gespannt, ob sie jetzt wirklich noch einen Onside-Kick hier uns präsenten. Du. Wirklich ist alles. So, am Kick jetzt die Nummer 7, Anton Prista. Mal sehen. Hands-Team drauf. Ja, wir werden also natürlich auch alles nach vorne auf die 10-Yard-Line packen. Siehst du, da sehen wir nämlich auch schon Ballträger und Receiver da in der ersten Reihe. Da wird man natürlich versuchen, den Ball zu covern. Gut, es wird auf jeden Fall, es wird den Zuschauern noch mal ein bisschen was geboten. So kann man das ja auch mal sehen. Also es ist jetzt nicht nur einfach ein taktisches Gehabe, aber der ist definitiv draußen. Hallo. Und der war gut? Ja, der Ref zeigt das zumindest an, dass das irgendwie also, ob das gereicht gefasst hat. Von der Länge her? Okay. Irgendwie ist eine gewisse Form von Konfusität auf dem Platz. Ja, als schönste Spiel aller Zeiten, die das nicht in die Historie eingehen. Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. Also ich habe jetzt echt nur noch den einen Wunsch, nicht noch, dass irgendwie jemand liegen bleibt. Weder auf Pioneer-Seite noch auf Oldenburger Seite, was da ja am Ende jetzt für mich auf dem Scoreboard steht. Also ob da noch irgendwas draufkommt oder nicht. Noch irgendwie ein langer Pass, aber weit überworfen. Ah, gut gefrühstückt heute Morgen. Gott, kann er jetzt, ich verstehe mal nicht, warum jetzt nicht mehr mal Zeiten durchgegeben werden. Irgendwas wird signalisiert vom Whitehead, aber. Ich möchte mich auf jeden Fall schon mal bei dir bedanken für das Spiel heute. Danke, Monty. Das sind ja so unsere letzten Sekunden, Minuten, die wir jetzt hier haben. Freue mich wahnsinnig nächste Woche mit dir im Marschwegstadion um 16 Uhr. Samstag um 16 Uhr, Marschwegstadion. Alle da sein, live vor Ort. Wir wollen eigentlich, außer die Münsteraner. Im Stream wollen wir keine Knights-Fans im Stream erleben. Kommt live ins Stadion. Das Team braucht euch. Ja. Und wir. Also ich auch. Ich will sie sehen. Jo. Volles Haus. Wird ein geiles Spiel. Das letzte Spiel. Die letzte Möglichkeit, auch dieses Jahr die Oldenburg Knights live zu sehen. Also lasst euch das nicht entgehen. Und es gibt definitiv noch vereinzelte Restplätze. Jo. Und wir sind jetzt hier, entweder wird jetzt gleich hier abgepfiffen oder wir sind beim dritten Down und 10 zu gehen. Also. Quarterback. Und Interceptor. Danke, tschüss, Abki, Feierabend. Ja. Schön unterlaufen. Yannick Birk war das doch, glaube ich, wenn ich nicht. Zack, wer ist es? Jawohl! Outside Linebacker Yannick Birk fängt da den letzten Pass ab. Das sieht jetzt so aus, als würde man. Ja, jetzt geht's aufs Knie. Und fertig. Und dann gibt's den Pott. Ja. Also, hast du schon gesehen? Nee, gleich dranbleiben.
Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und wir hoffen, wir sehen euch live im Marschwegstadion nächsten Samstag 16 Uhr. Playoff-Spiel gegen die Münsteraner Sperber. Das war's. Also bleibt dran, Pokalübergabe jetzt live im Fernsehen mit unserem Sportdirektor Holger Völling. Wir sagen tschüss, ciao, auf Wiedersehen und bis nächste Woche. Noch dazu mit einer Perfect Season. Und nächsten Samstag im Marschwegstadion um 16 Uhr gegen die Münster Blackhawks geht es um den Aufstieg in die GFL 2. Und nach dem Shake Hands mit dem Gegner bekommen die Oldenburger ihr Meisterschaftspokal. Alle Spieler hier zum roten Buzzer-Knopf. Alle hier auf die Laufbahn. Schön, dass ihr alle rausgekommen seid nach Bad Zwischenahn, um diesen Moment mitzuerleben. Champion Regionalliga Nord 2022, die Oldenburg Knights. Noch die Meisterschafts-T-Shirts.
ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Do what you startin', got me tinglin'. Come to me, mingling, steppin' off, looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it, baby girl. When you talk, I believe it, baby girl. I like that thick, petite, and pretty. Nail touches it, pretty. Like my bikini, like. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go over dancer. Shake your booty like a belly dancer. I must say, you're the flyest thing in here. You're so hot, you can meet some rain in here. Talk to make ex-gangsters banging here. Girl, you can do anything you want here. Down if you want to, down if you want to. You ain't even gonna drop down if you want to. Cause I'm gonna see you shake your standing. Either way, you do it, then you look outstanding. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go over dancer. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go over dancer. Shake your body like a belly. Let's get it crunk up on that fun up on up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating while you're waiting, so just dance for me. Let's get it crunk up on that fun up on up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it waiting, so just dance for me. Let's get it crunk up on that fun up on up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't be no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating, while you're waiting, so just dance for me. Let's get it crunk up on that fun up on up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't be no hateration, holleration in this dancery. Let's get it. You know we got to get it wrong. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make it feel alright. Come on, baby, just party with me. Let it loose and set your body free. Leave your situations at the door. So when you step inside, jump on the floor. Let's get it crunk up on that fun up on up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating, while you're waiting, so just dance for me. Let's get it crunk up on that fun up on up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no holleration in this dancery. Let's get it percolating while you're waiting, so just dance for me. Let's get it crunk up on that fun up on up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't be no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating while you're waiting, so just dance for me. Thank you.